Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. Heute geht's mal wieder über die komplette Zeit, nachdem wir letzte Woche ein bisschen kürzen mussten. Ich hoffe, ihr hattet eine coole Woche, ihr hattet ein super Wochenende und seid da jetzt zu einem hoffentlich würdigen Abschluss dieses super Wochenendes gekommen. Ich sage erstmal Hallo und dann schnacken wir mal darüber, was wir heute so treiben. Und damit ganz liebes Hallo an den Mickey, an den Neo, an Mimir, an Jojongs, den Ludus Artifex, den Taffchen, den Kales und den Plurks. Hi! Und ich wollte gerade sagen, heute schaffen wir das mal vor dem Raid. Das war auch reichlich knapp. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Das Hallo sagen jetzt zu legen. Da kommt nämlich direkt ein Raid vom Wöller rein mit 58 Leuten, aber vorher erstmal, first things first. Oh Gott, ein schwerer Satz. Vielen lieben Dank an den Mimir für den 28. Monat schon. Dankeschön, mein Lieber. Und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken, auch wenn es im Moment nicht so viel ist, wie es mal im Idealfall war. Hallo, lieber Wöller. Hallo, liebe... Da steht gerade Wöllerinos. Ich glaube, das ist falsch. Liebe Zuschauer vom Wöller, liebe Wöller-Fans. Wöller-Fans ist auch ein sehr appreciating. Liebe Wöller-Fans, ich hoffe, ihr hattet gerade einen ganz tollen Stream. Ich vermute mal, es war auch weltraumlastig. Ich kann jetzt nicht jeden einzelnen von euch begrüßen, weil ihr seid 58, das ist ein bisschen viel. Aber ganz herzlich willkommen und ich hoffe, wir werden nicht ganz so viele Kapaus heute bauen. Und ihr habt einen guten Zeitpunkt erwischt. Ich habe nämlich gerade gestartet und wollte gerade einmal kurz zusammenfassen, was wir heute anfangen. Ich hoffe auch abschließen, ehrlich gesagt. Und zwar wollen wir heute unsere Raumstation im Kerbin Orbit um ein Tankmodul erweitern. Also ein Modul, das Treibstoff speichern kann und auch entsprechend ein Tankschiff befüllen, entfüllen. Denn meine Idee ist, von meiner Minmus-Basis in diesem Playthrough quasi den Sprit in den Kerbin-Orbit zu bringen, um ihn dort zwischenzuspeichern, um Raumschiffe direkt im Kerbin-Orbit auftanken zu können und dann den Oberth-Effekt stärker zu nutzen, um rauszukommen in Richtung anderer Planeten zum Beispiel. Another Pack, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten. Okay, das werden wir heute machen und da ich denke, dass das nicht vier, also ich hoffe, dass das nicht vier Stunden dauern wird, ehrlich gesagt, würde ich gerne noch irgendwie das Trainieren unserer neuen Kerbels mit irgendwas, womit wir Geld verdienen können, verbinden. Wir haben nämlich nur noch in Anführungsstrichen knapp 800.000 auf dem Konto. Das ist jetzt nicht so super knapp, aber es ist halt schon so, dass wir gerade nicht im Geld schwimmen. Mal irgendwie, nachdem wir die Raumstation, den Teil der Raumstation gestartet haben, denke ich mal, werden wir uns eher so den 600.000 bis 500.000 nähern. Und das würde ich gerne mit einem Auftrag verbinden. Das heißt, wir gucken jetzt auch gleich mal in die Aufträge rein. Die Facecam zickt bei euch ein bisschen. Meint ihr im Sinne von Aussetzer drin? Ich habe tatsächlich auch ein paar Frame Drops. Seht ihr, Autofokus könnte an sein. Falls es das ist, wenn ihr Autofokus meint, gebt mir einen kurzen Moment. Video konfigurieren, Kamerasteuerung, Fokus, zack, fertig, zack, so. Jetzt sollte sie zumindest keine dummen Autofokus-Sachen mehr machen. Ja, sieht gut aus. Also, Autofokus ist weg. Und ich hatte gerade ein paar Frame Drops, aber die sind im Moment stabil. Ja, hoffen wir, dass uns heute nicht die kompletten 4 Stunden, die wir mal Zeit haben, versaut werden, weil mein lieber Internetanbieter die Hufe hochreißt. Soweit soll es nicht kommen, soweit soll es nicht kommen. Das heißt, wir gucken jetzt als erstes mal, da wollte ich gerade hinten Mission Control rein, ob wir eventuell, manchmal gibt es so Aufträge, erweitere diese Raumstation um das und das. Vielleicht bietet sich da ja was an. Aha. MPL, bla bla bla. Science Data from the Surface of Jilly. Das könnte... Da müsste ich einmal in die Raumfähre gucken, ob wir noch was haben. Das könnten wir eventuell machen. Wir haben da noch Satelliten vor Ort und einer war auch bei Gilly auf dem Boden und eventuell haben wir noch was zum Rüberfunken. Das würde ich aber vorher nachgucken. Den können wir mal geistig notieren, weil wenn das gehen würde, dann müssen wir gleich mal hingucken, wären das knapp 130, 136, 138, 136, 137.000
Kerbal Dollar for free. Das gucken wir gleich mal nach. Das gucken wir gleich mal nach. Attila Truster. At the launch site. Ja, warum denn nicht, oder? Das probieren wir mal. Also, Testing. Testing irgendwelcher Truster geht immer da. Und moin auch an alle, die jetzt noch nachrücken. Zum Beispiel News Eddie und Damon. Hi, schön, dass ihr da seid. Ja, dann lasst uns mal kurz zur Eve-Mission gucken. Ob der Gilly-Satellit. Ah, ich bin mir unsicher. Ich bin mir tatsächlich ein bisschen unsicher. Aber wir gucken mal nach, ob da noch Boden-Science drin ist. Weil das wäre. Das wäre gar nicht so schlecht. Eve-Mission. Mal schauen. Eve Mission ist hier unterwegs. Eve Relay One hat, glaube ich, alles rausgegeben schon, ne? Ich glaube, das müsste der sein. Müssen wir mal gucken, sonst müssen wir rüberspringen. Was musst du mir schicken für die goldene Rakete? Eine Adresse. Wäre prinzipiell hilfreich. Und dann sollte es eigentlich tun. Ist halt Post. Also, that's it. Einfach nur eine Adresse. Porto übernehme ich. Wenn euch ein anderer Wintermenser sagt, er will Porto von euch haben und es ist viel Porto, dann macht das nicht. Das ist ein Scam. So, aber das ist doch. This is not the right one, right? This is totally not the right one. Ich denke, es ist dann, wenn dann. Aber das ist das Relay, ne? Gilly Lander Relay. Ist es da noch drin? Ich muss mir das mal endlich merken. So, irgendwo haben wir die Science. Aber ich glaube, ich habe das in der großen Maschine schon drin. Hier irgendwas, aber das ist der Lander auf jeden Fall. Bop, bop, bop. Ist auch noch Fuel drin. Laser Data wird uns nicht helfen. La la la. Wir hätten noch Fuel. Aber hier ist alles raus. Das hatte ich, glaube ich, rübergegeben, ne? Das hatte ich rübergegeben. Ja, Status Null Experiments. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, die ich da natürlich sehe. Haben wir. Genau. Außerdem sind das 1000 Euro fürs Porto. Bis nach Körben ist relativ weit. Hat auch die Deutsche Post gesagt. So, hier war ja dieses Problem, meine ich. Dass wir den nicht losgeworden sind, ne? So nach dem Motto. Das hat nicht so gut funktioniert. Das ist aber nur ein Relay, richtig? Komme ich hier gar nicht mehr nach Hause? Was war denn mein letzter Status mit dieser Mission? Eve Relay? Ich glaube, hier ist alles durch. Hier ist richtig alles durch. Das sieht für mich nämlich nicht aus wie ich habe noch Treibstoff. Hier sind auch keine mehr drin. Das heißt, das Zeug ist eigentlich, so wie es ist, einfach inaktiv in der Umlaufbahn, ne? Ja, das war dieser Detach-Fehler. Und das ist so einer der Gründe, warum ich Engine Plates nicht vertraue. Das hat sich nicht gelöst.
Es hat sich nicht gelöst. Jetzt wisst ihr, warum ich da Ringe dazwischen baue, weil ich traue diesem Konstrukt nicht. Ich traue diesem Konstrukt nicht. Aber was wir machen könnten, wäre uns einfach Gilly Signs zu besorgen, im Sinne von, naja, wir landen halt auf Gilly, ne? So. Wir landen einfach auf Gilly. Demos, vielen lieben Dank für den Resub im 24. Monat schon. Damit herzlich willkommen in der Batch-Kategorie. Auch für dich gilt Ausrufezeichen Discord. Komm da gerne mal vorbei und gib mir eine Adresse, wo ich den hinschicken kann. Kriegst du einen super schönen, hochwertigen, möchte ich nochmal erwähnen, 2-Jahres-Badge. Und der Jengsan haut direkt noch 29 Monate hinterher. Vielen lieben Dank auch an dich, Jengsan, und euch beiden natürlich ganz, ganz viel Spaß weiter mit dem zu gucken. So, ich hätte jetzt gesagt, wir haben hier noch 400 irgendwas Delta V drin. Ganz ehrlich, wir bringen das Ding eh nicht mehr nach Hause. Wir bremsen das jetzt auf diese Kartoffel da runter. Setzen zur Landung an, irgendwo da, wo wir eine gute Funkverbindung haben im Moment. Und dann haben wir hier so einen kleinen Außenposten der Zivilisation, hoffe ich, mit dem wir arbeiten können. So, ich mache jetzt mal die Bremse hier oben rein, dass ich sehe, was ich tue. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Ich hoffe, unser Unser Relay hält lange genug. So, aus. Zack. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sieht aber ganz gut aus. Kartoffelsalat, nur habe ich Hunger. Oh, ich bin so pappsatt, Leute. Wir haben heute das erste Mal abseits vom Bäcker, da hatten wir das schon mal ausprobiert, so einen Service ausprobiert über eine App, bei dem man quasi Essensreste von, das war so ein Buffet-Ding, also wo man brunchen kann. Und es gibt so eine App, die heißt Too Good To Go. Vielleicht gibt es das auch per Web, aber ich kenne es jetzt per App. Da kann man sich quasi anmelden und sagen so, hey, bevor ihr das wegschmeißt, komme ich das abholen. Das ist, immer mehr Läden bieten das auch an. Da haben wir heute mal probiert, heute Nachmittag quasi Reste vom Brunch abzuholen. Um das heute zum Abendessen zu essen. Das war sehr, sehr lecker. Sehr reichlich auch. Also auf jeden Fall ausreichend. Und letztlich auch schön zu wissen, dass dadurch das Essen nicht weggeschmissen werden musste, sondern wir das dann nochmal zum Abendbrot gegessen haben. Kann ich nur empfehlen. Also gerade wenn ihr in größeren Städten wohnt, sage ich mal so, kann ich es empfehlen. Also ich wohne in einer Stadt mit so etwas über 70.000 Einwohnern, meine ich. Da gibt es schon so 3-4 Läden. In so Großstädten wie Hamburg, Berlin, München und so weiter ist es sehr, sehr viel mehr. Gibt es ganz viele Läden, wo ihr dann irgendwie abends beim Bäcker euch für reduzierte Preise natürlich auch irgendwie das Brot abholen könnt, was die sonst entsorgen müssten. Und meine bisherigen Erfahrungen sind tatsächlich sehr positiv damit. Also das ist nicht irgendwelcher Crap gewesen, also irgendwelche Reste, die in Müll gehört hätten, sondern es ist wirklich Essen, um das schade gewesen wäre. Also wir hatten Brötchen vom Bäcker, heute hatten wir leckere Spätzle mit einem Gulasch. Kann ich empfehlen, probiert das ruhig mal aus. Too Good To Go heißt das Ganze. Ich krieg da keine Werbegelder für. Macht auf mich tatsächlich einen sinnigen Eindruck. So, ich gehe jetzt hier mal in den Physics Time Warp, sonst sind wir in 3 Stunden da noch nicht unten. Ich habe gerade gesehen, dass das irgendwie noch eine ganze Weile dauert. Weil man hier so langsam fällt. Holy shit, ist das langsam. Aber das Relay müsste halten. Das sieht gut aus. Lass uns nur gucken, dass wir gleich. Sieht sehr schräg aus plötzlich. Jetzt, wo ich reinkomme, sieht es irgendwie sehr schräg aus. Na gut. AFK-Kühlschrank, da hat noch jemand Hunger gekriegt. Sehr gut. Eat all the foods. Das Schöne ist, Gilly hat so wenig Schwerkraft, ich muss eure Ohren nicht kaputt machen. Mit den Bremsburns.
So, man kann das hier ganz gemütlich durchfeuern lassen. Und dann gucken wir mal, wenn wir hier nämlich die Möglichkeit haben, eine Probe oder sowas zu nehmen, dann können wir den Auftrag annehmen. Ich meine, 140.000 sind 140.000. Das macht auf jeden Fall Sinn, das mitzunehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist sehr, sehr schräg hier. Mal gucken, ob wir das stehen können. Aber die Schwerkraft ist eigentlich so gering. Das müsste eigentlich hinhauen. Ich Streamhänger. Nee, die hast nicht nur du, Plerx. Ich sehe es heute auch. Also ich habe knapp 3% Framedrops drauf. Also, aber die halt nicht konsistent die ganze Zeit. Ich habe jetzt gerade wieder eine sehr gute Phase. Und dann so Phasen, wo der Stream mal kurzzeitig irgendwie RIP geht. Ich befürchte, da ist wieder irgendwas beim... da ist irgendwas beim Provider. Aber es scheint immer nur ein kurzer Moment zu sein. Also jetzt gerade zum Beispiel ist bei mir alles safe. Ich verliere keinen einzigen Frame. Und die 3% läppern sich dann halt an einer anderen Stelle wahrscheinlich ein bisschen intensiver zusammen. So. Wie es halt so ist. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich hoffe, es bleibt auf dem Niveau. Dann ist es ja zumindest. Jetzt gerade kommt wieder so ein kleiner Hänger und dann ist er wieder vorbei. Und wieder kleiner Hänger und wieder vorbei. Fragt mich nicht warum. Das ist die Probleme mit meinem VDSL, habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Ist das leider sehr, sehr spotty ist teilweise, vor allen Dingen am Wochenende abends kommen da doch ab und zu mal ganz schön Probleme bei rum. Ihr müsst mir halt sagen, wenn das auf ein Niveau geht, wo es unerträglich wird. Ich kompresse schon relativ stark, um das so gut wie möglich zu umgehen. Ich denke, da wird dann die neue Grafikkarte auch nochmal, also so, jetzt irgendwie später, bleibt der stehen? Bleibt stehen, ne? Ja. Willst du tatsächlich lernen? Ja. Es ist ja quasi keine Schwerkraft vorhanden. Das SRS kontert quasi alles, was hier an Problemen auf uns zukommt. Also auf allem mit ein bisschen Schwerkraft landet niemals an so einem Hang, um Himmels Willen. Aber auf Gilly ist es halt... Ja, es ist halt Gilly, ne? Es ist halt Gilly, da muss man ehrlich sein. Okay, ich würde sagen, ich probiere mal was aus. Das müsste, wenn wir die jetzt ganz langsam kippen lassen und gleich mit dem SRS nochmal fangen... Oh, nicht übertreiben. So. Schön langsam. Ich will sie sauber abstellen, tatsächlich. Genau, deswegen, Mioran, will ich sie sauber hinstellen, damit ich den Switch rüber zum Vertrag annehmen machen kann. Weil, ob ich dann noch stehe mit dem SRS an, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber guck mal, jetzt steht sie stabil. Rutscht sie ganz langsam, kann das sein? Irgendwas bewegt sich, aber ich weiß nicht was. So lasse ich sie mal. Ich glaube, so ist sie stabil genug, dass, wenn wir zurückkommen, das Ding seinen Dienst tut. Was wir jetzt machen, wir holen uns jetzt die Gilly-Boden-Mission, dass wir einmal Science zu funken haben vom Gilly-Boden. Das machen wir dann auch. Und ich würde sagen, wir lassen die Probe da auch stehen. Falls irgendwie nochmal was kommt. Weil das hilft uns schon mal ein kleines Finanzpolster zu haben, bevor wir in die Bauphase gehen. Weil dafür mussten wir jetzt nicht viel tun. Gibt uns auch nochmal ein bisschen Science, bisschen Reputation. So, transmit or recover scientific data from the surface of Gilly. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Zack. Ist irgendwas Neues passiert hier.
Map 10 Asteroids, das könnte man auch mal wieder machen, ne? Reach the Destination Reasonable Vision, Map 10 Asteroids, das könnte man auch mal wieder machen. Die Frage ist, reicht unser momentaner Scan-Satellit dafür noch? Ich lasse mich schon mal ein bisschen ablenken, ne? Ich entschuldige mich. Aber im Prinzip könnte man auch unseren aktuellen Scan-Satelliten da mal wieder drauf ansetzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt was anderes. Das ist noch die 1.8, Justus. 1.9 kannst du dich mal drauf einstellen. Normalerweise bei so einem komplexen Modding-Setup 2-3 Monate ist schon optimistisch, wenn sich was am Modding-Interface ändert. Wird das dauern. Kann auch mehr sein, aber 2-3 Monate ist ziemlich realistisch, bis die Mods nachgezogen haben. Ist halt einfach so. Das ist der Haken an der Sache. Wenn man schnell mitziehen will, muss man Vanilla spielen. So. Den M700 habe ich in der Sonnenumlaufbahn. Ja, die Frage ist halt, also den Sentinel meine ich jetzt nicht. Den M700 ist ja der Ressourcenscanner. Den Sentinel habe ich in der Sonnenumlaufbahn. Whoop. Oh oh. Nachfolgende Mission verzögert sich um mehrere Minuten. Ich glaube, wir sind fast im Orbit mit der Nummer. 1,4 Meter pro Sekunde, das wird ein längerer Hüpfer. Und wir sinken wieder. Okay. Surface. Ja, das ist okay. So, vom Hüpfer her. Ein sehr okayes Ergebnis. Knapper 20 Meter Sprung. Das ist völlig in Ordnung. Genau. Und Escape Trajectory. Ja, die Federn sind auf voller Härte eingestellt. Also eigentlich sollte er, und die Dämpfer auch, eigentlich sollte er nicht weit reinfedern. So. Schön langsam. Wir wollen ja Gilly nicht kaputt machen, ne? So. Oh oh. Irgendwas rastet aus. Lass mal das gelten. Okay. Laser. Einmal durch Gilly durchgeschossen. Und ich glaube, das müsste reichen. Ja. Sieht gut aus. Sehr gut, Leute. Das war doch einfach. Ich würde ihn, glaube ich, in den Orbit zurückholen, oder? Wir haben jetzt noch 401 Meter. Passt das? Bolognese. So. Add-Manöver. Ups, falsche Richtung. So, warum wollte ich? So, ich glaube, so sind wir in einem relativ safen Orbit.
Mit 4,6 Metern pro Sekunde. So, und wir müssten. Ah, hier haben wir noch keine Möglichkeit zu Time Warpen. Zack. Ich setze den einmal noch im Orbit kurz ab. Dann haben wir den wieder safe. Kann ein bisschen vor sich hin relayen. Rover auf Gilly fahren. Ich glaube, ein Rover auf Gilly brauchst du halt einfach Antriebe, die nach oben feuern, die dich auf den Boden runterdrücken. Dann klappt es auch mit dem Grip ein bisschen. So, an der Stelle müssten wir eigentlich noch ganz gut Empfang haben. Die einzige Sorge, die ich gerade so ein bisschen habe, ist, ob unser Kollege da hinten sich dazu entscheiden könnte, in den nächsten 20 Minuten hinter Eve zu verschwinden, ehrlich gesagt. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Crazy! Vielen lieben Dank für zwei Monate? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 2 Jahre, Resub. 2 Jahre. Jahre, das ist das Lange. Monate ist das Kurze. Du hast 24 Monate oder auch 2 Jahre. Vielen lieben Dank dafür. Als Moderatorin darfst du natürlich keinen Badge kriegen, weil du arbeitest hier. Nein, du kannst natürlich auch einen Badge kriegen. Auf den hast du sicherlich schon so lange gewartet. Ach ja, 2 Jahre deines Lebens. Sinnvoll angelegt, möchte ich meinen. Sinnvoll angelegt. Und der liebe Jojongs hat 28 Monate seines Lebens sinnvoll angelegt. Dankeschön für eure Resubs und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Ah, das wird echt knapp, Leute. Das wird richtig knapp. Ich probiere es mal jetzt zu machen, damit wir nicht aus dem Orbit rausfallen. Schlecht. Wäre das so besser? Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Bisschen Sorge, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Sorge. Das müsste erstmal das Schlimmste fangen. Was ist passiert? Was ist passiert? Wolde und Knuffel, vielen lieben Dank für eure Follows. Ganz herzlich willkommen bei den Kommunauten und Goldenes Klo, vielen lieben Dank für den 2. Monat Resub. Dankeschön. 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 Und Alaf bedeutet wahrscheinlich, dass irgendwo Karneval ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin da in diesem Ding nicht so drin. Ich gebe es ja zu. So, ich bin jetzt im Orbit, oder? Bin ich schon wieder im Orbit? Nee, irgendwie immer noch nicht. Also, im Orbit. Hoch genug für einen Zeitraffer. Das war das, was ich eigentlich meinte. Jetzt verliere ich bestimmt gleich die Verbindung. Wenn ich gleich richtig die Verbindung verliere. Ich möchte nicht sagen, dass es abzusehen war, aber jetzt kommt natürlich die spannende Phase. Kriegen wir wieder ein Signal, bevor wir auf der anderen Seite auf Gilly einrasten? Oder halt nicht? Lunox, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen auch an dich. So, das wird ein wenig spannend. Ja, im Prinzip können wir ja sowieso erst wieder hier unten ein Signal bekommen, wenn wir aus dem Schatten. Ne, da so. Irgendwo hier, kurz nach der Apoapsis. Vorher können wir gar nicht ein Signal bekommen. So, jetzt müssten wir über die 8000 Meter gehen. Schönen guten Abend, Spezies 8472. Schönen guten Abend. Sehr sinnvoll, sagt der Jungs. Das ist gut, dass du das noch immer so siehst. So, mal gucken, wie stark wir raffern können. Okay, mehr als ein 50er Zeitbeschleuniger kriegen wir im Moment nicht. Da ist das Eve Relay, wir sind jetzt aber, also jetzt werden wir, glaube ich, geblockt durch, die Eve Mission ist unser echtes Relay. Die kommt da hinten gerade wieder vor, so langsam. Da ist er wieder. Sehr gut. Okay, Gilly scheint nicht dick genug zu sein, um Funksignale zu blocken. Das Thema hatten wir schon mal.
Dann kann ich hier wahrscheinlich gleich einmal Prorate brennen. An der APU. Das sieht gut aus. Und dann haben wir ihn schon mal. Dann haben wir ihn schon mal wieder in einem stabilen Orbit. Hervorragend. So, wir drehen uns einmal. Und jetzt pumpen wir unsere Periapsis auf ein Level, was nicht mit diesem Berg kollidiert. Das ist so der typische. Da bin ich an Gilly und habe meine Mission verloren. Stein. So, wir machen das auf einen schönen zirkularisierten Orbit. So ungefähr 12 mal 13. Das passt. Sehr schön. Und dann geht's zurück zum Space Center. Und dann werden wir uns mal an die Konzeption unseres Tankmoduls machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Ausflug auf die Kmir. Um da nochmal zu gucken, dass wir die Anschlüsse auch richtig legen. Also, dass wir die richtigen Bauteile verwenden. Und dann wird gebaut. Dann wird sowas von gebaut. Achso, habt ihr alle das Video gesehen? KSP 2, neuer Trailer. Wenn nicht, ich hau mal den. Ach, liebe Mods, dafür habe ich euch ja. Macht doch mal den neuen KSP 2 Trailer als Link gerne in den Chat. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Es gab nämlich diese Woche ein kleines Lebenszeichen von den KSP-Entwicklern. Frag Devil, du. Um dich ein bisschen zu entspoilern, ich habe die Serie auch nach einer Weile neu gestartet. Also wenn du irgendwas guckst, was größer als Folge 15, 16 ist, dann guckst du noch die alte Serie, die irgendwann neu gestartet hat. Von daher, hier gibt's das aktuelle Archiv auf Twitch zu sehen, als Playlist auch. Und da sind es nur knappe, ich habe nicht mitgezählt, 20 Folgen. Genau, also die Folgen, die dir noch fehlen, findest du auch hier auf Twitch in der Playlist. Wo ist denn jetzt die Kmir? Da. 22 Folgen sind es. Okay. Wenigstens einer hat mitgezählt. Ja, ich muss mal die aktuellen reinstellen. In die Sammlung. Die letzten Wochen war ich nicht so fleißig, wie ich hätte sein sollen. Ich gebe es zu. Aber apropos Dinge, die lange dauern. Ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen, dass die verdammten Sachen für das Weihnachtsgewinnspiel letztes Jahr endlich in UK in die Post gegangen sind. Was auch immer das zolltechnisch jetzt nochmal bedeuten mag, weil Brexit und so. Also ich warte eigentlich ehrlich gesagt auf den Worst Case, dass jetzt auch noch vom Zoll in Deutschland nochmal eine Karte kommt mit. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Wir hätten in Kanada sein können. Ich verfolge die Kampagne ja auch per E-Mail mit. Die kanadischen Teilnehmer der Kampagne hat es richtig getroffen. Da sind die Sachen sogar zurückgegangen. Also von daher sind wir noch auf der guten Seite. Also ich bin zuversichtlich, ich bin wirklich zuversichtlich, dass so in den nächsten ein, zwei Wochen der Mist hier endlich mal eintrifft. Der total abgefahren coole Mist, auf den wir schon so unglaublich lange warten. So unglaublich lange. So, ich würde jetzt mal die Kiste hier kurz drehen. Also hier wollen wir anbauen. Das ist unser Port, an denen wir den Tankteil anbauen wollen. Und der Tankteil soll zum einen dockbar sein, also der soll eine Möglichkeit bieten, dass solche Schiffe andocken können. Also da soll auf jeden Fall ein Dockingport mit dran. Und der Tankteil soll eben auch die Möglichkeit bieten, dass wir hier so ein Schlauchsystem anschließen, um mit diesem dann unseren Sprit dorthin zu pumpen oder wieder zu empfangen. Das ist dann der Plan. Ja, ich weiß, wir haben freihandelszonenmäßig ja erstmal Cooldown-Phase. Ich hoffe, das passt alles. Also ernsthaft, ich hoffe, dass jetzt irgendwie nächste Woche ein Paket mal da ist mit den Sachen. Und dann geht's los. Wie jetzt? Noch ein Neuanfang nach HKK2? Depends. Also, als erstes war Hardcore-Kerbel. Das war ohne Kolonisierung.
Dann war Hardcore Colonization, das war mit Kolonisierung. Und das habe ich dann neu gestartet. Und da sind wir jetzt. Ich hoffe, das ordnet es für dich ein. Zugegebenermaßen ist die hochzählende und immer wieder gleich verwendete Abkürzung, wenn man jetzt so retrospektiv drauf guckt, nicht die schlauste Erfindung gewesen. Ah, hier bist du aktuell. Hier bist du aktuell. Also, was wir jetzt bauen, ist auf jeden Fall ein Tankmodul. Anbaubar an den Construction Port. Es muss so Tankstöpsel-Nupsis haben. Wir können der Form halber nochmal einen Schlauch anpassen und wir bauen auf jeden Fall. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Wir bauen auf jeden Fall so ein paar aufblasbare Tanks noch mit an, die wir mitnehmen nach Minmus, um dort die Bohrstation weiter aufzubauen, Discovery, damit nominal die Mako, Ohms 1, not required. ein wenig mehr Sprit speichern kann. Jawohl. So, let's do Bastelphase. Ich gucke jetzt nochmal, ob sich hier irgendwas getan hat. Wobei Processing Lab habe ich richtig keinen Bock drauf. Das ist viel zu schwer. Heat Shield 10 Meters. Holy shit. Ne. Nur Touristik im Moment. Im Moment sehr, sehr touristenlastig hier. Moon Space Station, Duna Space Station. Luna Space Station kann spannend werden, aber ich mache mir sehr viele Vorschriften, ne? Na gut, das gucken wir uns später nochmal an. Wir bauen jetzt den Tankpart. In Leer sollte der eigentlich nicht so ein großes Problem sein. Also auch gewichtstechnisch. Das heißt, ich versuche mal in einem Gewichtsbereich zu bleiben, in dem wir unsere Reusable-Rakete verwenden können. Was? Es gibt wieder Bonus-Bits. Also erstmal Hugo, vielen Dank für den Resub. 8. Monat auch schon bei dir. Vielen lieben Dank und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Und Mr. Penguin King hat 100 Bits reingehauen und plus 20 Bonus-Bits. Was auch immer das bedeutet. Kriegt die jetzt Penguin King zurück oder bekomme ich die dazu? Schwierige Fragen. Beides ist okay für mich. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Du darfst vergessen, dass heute Sonntag ist. Oh mein Gott, du darfst nicht vergessen, dass es ein Sonntag ist, denn auf den Sonntag folgt der Montag. Und wenn du vergisst, dass Sonntag ist, dann wird dich der Montag richtig böse überraschen. Also, genug gealbert. Wir fangen an mit dem Construction Port, würde ich sagen. Damit bauen wir es nachher an. Bis hierhin relativ einfach. Jetzt bin ich echt am Überlegen, wie wir es machen. Wir könnten natürlich mit einem Inflatable Storage Module arbeiten. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das hätte seine guten und auch seine schlechten Seiten. Erstmal gucken, wie man da drin eigentlich speichert. Oxidizer Liquid Fuel und Ore. Das wäre natürlich die eine Möglichkeit. Wobei das Ding aber sich nicht mit inflatet, ne? Das ist so ein bisschen. Was? Der Montag ist frei. Was? Wegen euren regionalen Heidenfestigkeiten da? Ist das überhaupt heidnisch? Ist Karneval heidnisch oder ist das was Kirchliches? Ich bin bei beidem nicht besonders gut. Ich sollte mich bei solchen Sachen nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann nur verlieren. Ja, das ist ja schön, dass ihr Montag frei habt. Wisst ihr, was ich morgen mache? Arbeiten gehen. Arbeiten gehen. Rosenmontag. Ja, ich nenne das jetzt auch morgen einfach Sonnenblumenmontag. Morgen muss ich nicht arbeiten gehen. Ich habe da nämlich mein neu gegründeter Karnevalsverein. Hat da seine Abschlussfeier. Ich kenne die Begrifflichkeiten nicht. Oh Gott, ich bin so richtig schlecht mit sowas. Ja, schön. Das ist natürlich, man merkt, ich freue mich von ganzem Herzen für euch und gönne euch das auch total, dass ihr frei habt und ich nicht. Ist okay für mich. In Norddeutschland wohnen es einfach, auf der Feiertagsebene ist in Norddeutschland wohnen einfach komplett ein Schlag ins Wasser. Komplett. Ihr macht da eure Karnevalssachen, die Bayern machen ihre Kirchensachen, die Evangelen machen ihre Evangeliensachen und in Norddeutschland, wir hoffen halt, dass ab und zu mal ein Sturm kommt, damit wir auch mal einen Tag frei bekommen.
weil es wieder irgendwelche Bäume umgefetzt hat oder so. Ihr habt es halt alle gut. Ihr habt es halt alle gut. Die normalen Tanks schocken mich aber auch nicht so. Pappnase an den Tank. Ich mache sicherlich keine Pappnase an den Tank. Um Himmels Willen, wo kommen wir da hin? Was kostet der Einstieg? 7k. Wir könnten natürlich mal so ein richtig großes... Das sähe an der Station sicherlich cool aus, ne? So, jetzt würde ich erstmal so einen Adapter dazwischen packen, dass das nachher nicht total wildwuchsmäßig rüberkommt. Ach, habe ich so einen Adapter noch gar nicht? Ich hatte gehofft, ich habe diese Adapter hierfür schon, aber ich glaube, die sind noch nicht da. Nope. So, wie viel kann man hier drin speichern? Oxidizer Liquid Fuel. Zu verrückt da draußen. Alianea frei zu haben und nicht rausgehen zu können, sehe ich ehrlich gesagt als eine Win-Win-Situation an. Ich sitze hier und spiele KSP. Für mich wäre das okay. Die Kombination von schlechtem Wetter und freier Tag ist für mich eine okayische. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Gefällt mir das? Wie schwer ist das eigentlich? 14 Tonnen auch schon wieder. Obwohl da noch nichts drin ist. Diese Versetzdiskussion hatten wir schon mal. Das war dann, dass wir das so drehen quasi. Das hat mich aber auch irgendwie komplett fertig gemacht. Das war nur noch... Das ist ja, da weiß man ja gar nicht mehr, wo man im Auge hängen bleiben muss. Aber es ist halt auch echt schwer, das Zeug, ne? Agrikultur, Habitat, Colonization, Habitat. Ich brauche irgendwas. Also ich bin sogar prinzipiell dafür zu haben. Das wegen mir eckig ist oder so. Okay, auf die Diskussion mit dem... Ich weiß nicht von der Optik hier. Ich muss ganz kurz was gucken, ob ich hier irgendwo die Chimie rumfliegen habe. Natürlich habe ich sie hier rumfliegen. So, jetzt gucken wir mal kurz was. Wie das aussehen würde in fertig. Oder halt auch nicht. Scheinbar gucken wir das nicht. Irgendwie lädt er sie nicht. Was ist das da hinten? Da
Das ist ein Kirby-Tag. Muss ja. So. Bla 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 bla. Jetzt muss ich mal rerouten kurz. So. Das kann weg. So, wenn wir das nachher zusammenpacken, würde das entweder so aussehen. Das ist too much. Das wäre halt cool gewesen, wenn wir hier so auf der Höhe anbauen. Aber jetzt habe ich den ja dran. So. Jetzt haben wir hier das dran. Was haltet ihr davon? So, also ich tue jetzt mal so, als ob die Station hier einfach weitergeht. Ne? Also die kommt von hier. Wir testen nur mit dem Dings. Was halt passiert ist, wenn ich diese Construction Ports zusammen welde, es wird ein direkter Übergang. Das heißt, es wäre so dran. Das würde prinzipiell hinhauen. Zack. So, jetzt hattet ihr irgendwelche wilden Träume von wegen, wir wollen das so drehen. Zack, zack, zack. So, wie viel ist da drin jeweils? Ach, shitty. Lass mich die erstmal umstellen. Nicht Texture. Cargo. Oxidizer Liquid Fuel. So. Zack. Zack. So. 3, 4,5 und dann entsprechend noch Liquid Fuel. Das reicht eigentlich auch von der Größe des Auslegers, ne? So, und jetzt bräuchten wir hier aber noch irgendwie. Entsprechenden Part. Das sieht wahrscheinlich nicht aus. Nee. Sieht das aus? Ich finde nicht, dass das aussieht. Mini-Airlock ist auch blöd. Halten wir davon? Halten wir davon was? Ist halt nicht zum Docken, es ist halt nur eine Airlock, ne? Aber hier könnten wir die ganzen Dinger anbauen, seitlich. Der kleine Robert möchte vom Bällebad abgeholt werden. Ja, wegen mir auch das. Ich rutsche hier kurz mal ein bisschen in meinen Stuhl runter, damit ich auch kleiner aussehe. Was macht das optisch mit euch? Ich bin noch indifferent. Wenn das nie einer liest. Ich schreib das trotzdem mal da rein. Was macht das optisch mit euch? Mich holt es noch nicht ganz ab, finde ich. Es ist so. Die Richtung, ich finde die Richtung nicht schlecht, aber es holt mich inhaltlich noch nicht ab. Wieso ein Airlock an einem unbegehbaren Ausleger? Das ist eine gute Frage, Ungu. Die ich dir so nicht beantworten kann. Das ist jetzt komisch. Zu wenig Bälle, mindestens 6 rein. Okay. Also ehrlich gesagt geht es mir gar nicht um die Airlock, mir geht es darum, hier irgendwie einen sauberen Abschluss zu bekommen. Pechchip, schönen guten Abend. Ich hätte gern das hier ohne die Airlock, ehrlich gesagt. Ich hätte gern so ein Stöpsel. Kann ich sowas vielleicht, ich speichere das mal kurz, kann ich mir so ein Bauteil vielleicht kaufen? Ich habe ja ein paar Science-Punkte. Vielleicht gibt es ja was Schönes für mich. Ich hätte nämlich gerne eigentlich so einen Adapter auf einen Docking-Port. Weil ich hätte gerne einen Docking-Port, bei dem es mir nicht so sehr darum geht, dass ein Airlock da ist. Mir geht es eher darum, dass das Schiff dort zwischenparken kann. Tatsächlich. So. In der Kolonisierungsebene. Holy shit. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Wo würdet ihr denn sowas reinpacken? So,
So, das ist die bis 1000 Punkte Kategorie. Wir müssen jetzt mal gucken. Metamaterialien könnte es sein. Das sind so diese Verbinder. Ah, hier sind sie, glaube ich. Ah, guckt euch das an. Da ist es eigentlich, was ich suche. Das schalte ich mir jetzt mal frei. Das sind, glaube ich, so die Bauteile. Deployable Graphene. Ja, ja, ich weiß, ich lasse mich ablenken. Kotzböller füttern, bitte. Shielded Docking Port. Ja, Shielded Docking Port ist ein Argument. Ich suche halt noch nach dem Aufsatz für. Wie will ich weitermachen? Ich will dahinter nicht direkt loslegen, aber da, hier in dem Segment ist irgendwo so ein bisschen die Antwort drin. Wie die genau ausfällt. Schauen wir mal. So, was passiert hier hinten? Orbital Assembly. Und Off-World Robotics. Not bad. Orbital Assembly Docking Ports. Oh, es gibt richtige Orbital Assembly. Combines a probe core with a universal docking port capable of attaching to ports of sizes and smaller, as well as other universal docking ports. Holy shit. Was ist das? Universelle Docking Ports. Mein Leben ist gerade ungefähr 5000 Mal besser geworden. Leute, dass es sowas gibt. Docking Ports, die auf alle anderen Größen von Docking Ports passen. Hat so ein bisschen so eine kleine neue Welt für mich entdeckt. So, jetzt haben wir noch 550 Punkte. Brauchen wir da irgendwas? Nö. Räder. Nö. Huch, nicht raus zum Specialized Command Modules. Nö. Der ist auch sehr eigenartig. Dafür, dass er nur einen Sitz hat. Oh, hier. Experimental Science. Mann, was es alles gibt, Leute. Advanced Solar Technology. Dish Receiver. Oh, die lustigen runden Dinge. Eieiei. Ist egal. So, wir gehen jetzt erstmal raus zu unserem Projekt und bauen da weiter. Luzerna Brätschugli. Kügelchen aus Brät in Rahmsoße. Du meinst Hackfleisch mit Brät, vermute ich. Und ich glaube, das ist, was bei Ikea in unseren Sphären Köttbullar heißt. Vermute ich. Ich vermute es zumindest. Das ist im Prinzip so sehr fein gemahlenes Hack in so einer Art Rahmsoße. Von daher. Brät ungleich Hackfleisch. Ah, wieder was gelernt. Dann erkläre mir die Definition von Brät. Ich bin gespannt, was ein Brät ist. Ich hoffe, ich habe das mit der richtigen Schweizer Akzentuierung ausgesprochen. Oh Gott, ich möchte dieses Ding da bauen. Wenn es eine Viertelmillion kostet. Ich möchte es bauen. So. Jetzt haben wir hier allerlei lustige neue Anbauteile. Und ich möchte ehrlich gesagt gerne das hier nehmen, glaube ich. Ich glaube, das würde mir sehr gefallen. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Eine Bratwurstfüllung? Basti, vielen lieben Dank für den Resub. 13. Monat, Dankeschön. Da musst du gar nicht erschrocken gucken. Das ist okay. Jetzt, wo es dran ist, gefällt es mir nicht, ne? Ich gucke mal, ob es mit ein paar Zusatzbauteilen besser wird. So.
Mögen wir das? Gügeli. Woher kenne ich das? Im Deutschen hat das auch einen Namen. Das ist für so Suppen mit dabei. Die böse 13, oh Gott, oh Gott. Mit dem neuen Auto 550 Kilometer einen Auffahrunfall gehabt. Zum Glück ist nur mir jemand reingefahren und nicht umgekehrt. Ach, du Rudi. Ich hoffe, dir geht's gut. So ein Auto, aber dass du hier sitzt und schreibst und Witze drüber machst, heißt ja, du hast es zumindest mal überlebt. Ganz knapp. Und so ein Auto ist ja zum Glück relativ gut versichert. Ich drücke dir die Daumen, dass das dann alles gut klappt, so wie es sollte, hoffentlich. Ach Leute, das spricht mich alles optisch irgendwie nicht an. Was wäre denn so? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Man kann sich festhalten. Und wir könnten jetzt hier mal gucken, ob das auch noch geht. Also ihr dürft euch äußern, während ich es schlimmer mache. Ich muss jetzt nur die entsprechenden Nupsis dafür finden. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Wo ist es? Mein Tankstuff. Ah, sehr schön. So, jetzt wenn ich die Überlegung, wenn wir so tun und die richtige Symmetrie finden. Yes. Hätten wir hier die Tankstelle. Dum, 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 dum. Ich denke, Gwen müsste jeden Moment auftauchen. So. Ach ja, das war nur der Spanker, da brauche ich mich nicht bedanken. Danke für den Resub, du Vogel. Sieht aus wie ein zu kleiner Teller mit zu großen Frikadellen. Sind die Containercluster deiner Meinung nach auch gut für normale Raketen? Ich nutze sie auch auf normale Raketen sehr gerne. Wenn du mir sagst, was du mit Containerclustern meinst. Ich kenne nur diese Container. Ach, diese Containertank-Cluster. Man kann die auch auf normale Raketen nehmen, um Himmels Willen. Ist halt ein Tank, ne? Letztendlich ist das, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind das alles Optikentscheidungen zu ganz großen Teilen bei KSP. Was sagt ihr? Ich bin noch nicht zu 5000% überzeugt. Muss ich ehrlich zugeben. Schöne Lämpchen. Lämpchen? Ernsthaft jetzt? Oh, wir könnten natürlich Funktionalitäten erstellen, wie an jedem... Oh, bringt mich doch bitte nicht auf solche Ideen. Das, diese Raumstation leckt doch sonst wieder. Man könnte jetzt noch eine Positionslampe an jeden Port dran machen. So quasi. Dass die umgeschaltet wird, wenn der Port besetzt ist. Und schon verlieren wir uns wieder in Details. Vielen Dank dafür. Ihr habt euren Anteil geleistet. So.
wenn das Weihnachtsgewinnspiel 2019 läuft. Es tut mir auch so leid, dass sich das so verzögert. Ey, Leute, ich gebe das zu, ich bin bei vielen Sachen nicht gut und nicht rechtzeitig mit dabei. Aber ich habe diesmal im Mai oder im Juni einen Kickstarter gesigned, der für September fertig sein sollte. Und es hat nicht geklappt. Was ist die Lektion daraus? Ich werde es nächstes Jahr gar nicht mehr probieren, pünktlich zu sein, weil es das einfach nicht wert ist. LED-Status on. So, natürlich sind immer alle grün. Ich kann die dann später umstellen. LED-Status off ist rot. So, und dann geben wir ihn durch Anschalten einzelner LEDs. Boah, das wird's gut. Durch Anschalten einzelner LEDs geben wir ihnen dann quasi das Signal. Kann man die noch scalen? Wow, Leute. I think I totally spider. Oh, das ist ein bisschen arg klein, glaube ich. Jetzt, um Himmels Willen, nicht versagen. So. So, Leute, gebt euch das. Gebt euch dieses Phänomenale. Wir können sie auf grün schalten, um so. Pau! Ich werde das so bereuen bei jedem Docking, wenn das Leck mich langsam tötet. Aber gebt euch, wie gut das aussieht. Gebt euch, wie gut das aussieht. In der Größe, so in kleinen, sehen sie auch wirklich aus wie. Gebt euch das. Wir können das hin und her schalten, wo man sich andocken darf. Darauf muss ich erstmal was trinken. Also nochmal der Part-Count. Jetzt gerade nur 22. Ich bin positiv überrascht. So. Okay. Genug rumgespielt, jetzt müssen wir das Ganze mal wieder rerouten. Zack. Was weiß ich, da, zack. Irgendwo hier. Ist ja auch im Moment völlig egal. Wichtig ist, dass wir das da wegnehmen können. So, das ist L-Anbauteil. Und L-Anbauteil muss jetzt mal so rum. So. Zack. Rerouting von hier nach da. Also man kann nicht dahin umrerouten. Okay, sorry. My bad. So. Was macht das rote Licht? Es leuchtet rot. Genau, es verbietet dir anzudocken natürlich, wie das in jedem guten deutschen Straßenverkehrsordnungsheft drinsteht. Was ich jetzt noch gerade überlege, ist, ob wir den Übergang zur Station gut, dass ich sie gerade weggebaut habe. Es wäre ja folgendermaßen nachher. Was wäre denn, wenn wir Folgendes tun? Achtung, haltet euch fest. Es wird ein harter Ritt. Überzeugt uns das optisch? Vom Übergang? Macht uns das glücklich. Wäre der Construction Port oben nicht sinnvoller? Nee, ich will tatsächlich an der Stelle abschließen. Und zwar hat die Station hier irgendwo auf der Höhe seitliche Construction Ports dran. Ich glaube hier und hier oder so. Das heißt, wir können aufpilzen vorher in die anderen Richtungen. Das heißt, ich brauche nicht noch da eins. Ich würde tatsächlich hier den Abschluss setzen wollen.
Und Chaospunkt, erstmal ganz herzlich willkommen und vielen lieben Dank für das Lob. Es freut mich, wenn meine Tutorials dieses, wie ich auch finde, sehr, sehr coole Spiel näher gebracht haben. Das ist nämlich der Sinn der Okay, ich mach das nochmal. Das ist nämlich der Sinn dieser Tutorials und es freut mich, dass sie ihren Sinn erfüllt haben. Schön, dich mal hier zu sehen und schön, dass du jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, begeisterter KSP-Spieler bist natürlich. Was auf jeden Fall eine gute Sache ist. Ich glaube, ich lasse das so. Ich glaube, ich mache diesen Nupsi daran. So, 5,9 Tonnen, das ist voll okay. Konstruktion. Ja, äußert euch nicht. Wer nichts sagt, den interpretiere ich immer als schweigende Zustimmung. Nur falls ihr euch fragt, warum ich das frage. Ich frage euch tatsächlich nach eurer Meinung. Ich bin interessiert, sie zu hören. Ich bin sogar bereit, sie potenziell in Erwägung zu ziehen. Aber wer nichts sagt, lebt mit meinen Entscheidungen. So einfach ist das. So, also wir haben hier klassische Arbeitsbeleuchtung. Wir haben da die Anschlüsse. Jetzt brauchen wir unbedingt natürlich die Position, die dazu führt, dass wir... das müssen wir so, so, so denken, denken, denken. Jetzt mache ich was richtig Wildes. Was ist das denn? Die Advanced Grabbing Unit sieht aber irgendwie anders aus mittlerweile. Okay, die ist einfach nur redesigned, scheinbar. Jetzt machen wir hier einen normalen Docking Port ran, weil das hält erstmal. Erstmal hält das. Eigentlich geht das nicht. Aber erstmal hält das. Sobald wir andocken, können die nicht mehr miteinander docken. Aber wenn wir abdocken, ist die Idee dann hier quasi rüber zu fliegen, den natürlich vorher aufzumachen, sonst bin ich richtig am Arsch. Uns hier wieder anzudocken und es dann quasi damit an die Station zu schieben. Das heißt, das hier wird Probecore, Raumschiff und spätere Andock-Hilfe-Unterstützung in einem. Hoffe ich. Ehrlich gesagt. So, das heißt, wir sollten es jetzt auch vernünftig bauen. Da kommt auf jeden Fall Strom ran. Und davon auch nicht zu knapp. Denn das wäre richtig peinlich, wenn uns der ausgeht. Da kommt auf jeden Fall ein SAS ran, damit wir uns drehen können. Und dann kommt natürlich ein Probecore ran. Ich denke, diese Größe sollte hervorragend passen. Ui, eine Weintraumrebe, genau. Ich bin für eine monatliche Überweisung von 600 Euro an deine Mods. Was? Das ist nicht okay. Dann verdiene ich ja nur noch 900.000 im Monat mit Twitch. Statt 900.000... Warte mal, 900.600. Das war keine gute Zahl, die sich flüssig gesprochen hat. Danke, Crazy. Ich werde das in Erwägung ziehen und mit dem Stream-Betriebsrat diskutieren. Oder ich trinke einen Schluck Mio Mio Mate, während ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lasse. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Crazy. Auf gar keinen Fall. So, jetzt brauchen wir eine Möglichkeit anzudocken. Ich würde das RCS-basiert machen. Dann stört das keinen. Obwohl es aber eigentlich auch... Ich habe doch irgendwie ACS-Tanks schon mal. Wo sind sie denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu weit im Spiel vorangeschritten bin, um keine ACS-Tanks zu haben. Aber ich gebe auf der anderen Seite auch zu, dass ich scheinbar Tomaten auf den Augen habe. Ah, die sehen einfach so anders aus durch den Revamp. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Die Streamweisen stimmen dieser Idee zu. Okay. Chaospwn, vielen lieben Dank dann auch direkt noch für deinen Sub. Dankeschön, ganz viel Spaß mit den Kirby-Modes und natürlich auch ganz viel Spaß beim Zugucken, jetzt wo du das auch live ertragen musst. Ist das die Größe oder ist das, das ist 1,25er, oder? Das müsste der... Oh Gott, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Das müsste der hier sein. Das ist bestimmt falsch. Wie
wie das falsch war. Verdammt, warum kaufe ich die ganze Zeit die falschen? Was ist das hier? Das ist bestimmt dann wieder riesengroß. Okay, es ist wahrscheinlich der hier. Richtig, richtig. Einfach öfter mal machen sollen. So, Monopropellant 120 Stück. Yes. Und das muss auch so aussehen. Habt ihr beschlossen? Okay. Gut, dann auch das. Und wenn wir schon mal beim Thema Tank sind, dann machen wir da noch ein so ein ran und ein Triebwerk. Attila Thruster auf dem Magnetic Induction to enhance the thrust premium to the Holy shit, achso gut, den muss ich gleich einmal testen, aber das machen wir dann in Ruhe. Also. Ja. Genau so wollte ich das machen. So. Follow, Abo und Discord. Jetzt bin ich voll dabei. Respekt, Respekt. Da hast du dir jetzt die komplette Dosis gegeben. Vielen lieben Dank dafür. Der ist doch skalierbar, der hätte einer gereicht. Ach so. Ja, ach. Jetzt, wo du es sagst. Ist das ein Heißluftballon? Genau. Nein, das ist eine Art Blumenstrauß, den wir oben übergeben werden. So, 192 Meter pro Sekunde oder wie wir es im Vakuum nennen, 781. Das sollte eigentlich reichen. Ich würde sagen, noch eine Antenne und ein bisschen Solar und dann ist das hier Ding hier safe. Ich nehme auch nur so eine ganz kleine Billo-Antenne. Was ist billiger eigentlich? Das ist billiger. Das ist nochmal billiger. Dann nehme ich die. Höher als 400 Kilometer wollte ich eh nicht. So, eine Antenne und dann noch ein bisschen Strom. Aber der Entry Cost würde mir den Vorteil auffressen. So, dann nehmen wir hier zweimal Strom rein noch. Fertig, Fritz. So, was wir dann machen ist quasi einmal zack. Wir fliegen das hoch in den Orbit, nähern uns der Station an, docken oben auf diese Seite, nachdem wir das geöffnet haben, bauen es an die Station an. Check. Das müsste in meinem Kopf funktionieren. Ich hoffe, dass es auch in der Realität funktioniert. Und damit das nicht irgendwie auseinander schloddert auf dem Weg nach oben, strutten wir hier einmal diese Verbindung ordentlich fest. So. Das sieht nicht aus. So, super. Das klingt wie eine sehr gute Idee. So. Lasst uns. Das Ganze in einer Rakete verpacken, würde ich sagen. 9 Tonnen müsste ganz gut im Bereich unserer Wo ist ja eigentlich nur die Stage 1? Newton Booster? Nee, das ist nur ein Booster. Irgendwie ist meine Upper Stage kaputt. Ach, die hatte dieses Kryotriebwerk drin, ne? Die hat dieses Kryotriebwerk drin gehabt. Ja, dann sollten wir hier nochmal eine Upper Stage bauen. Mache ich die reusable? Eigentlich nicht. Zu wenig Zeit. Also zu wenig Interesse, gerade so viel Zeit zu investieren. Die Upper Stage auch noch
machen. Oder machen wir es? Zack, zack, zack. Das war alles okay. Okay. Gut, dann einmal jetzt erstmal den 1,25 Meter Decouple. Dann 1 Fairing. Reicht das? Ja. So, mit allem drum und dran 12 Tonnen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach und sportlich an die Sache ran. Zack. Und pudeln, oder? Da weiß man, was man hat. 2377 Delta V. Ja. So, und dann... die Kryotriebwerke sind super. Das Problem ist nur, beim Upgraden von der 1.6 auf die 1.7 haben die ihren Namen geändert. Und dadurch hat es mir alle Geräte zerschossen und alle gesaved. Deshalb kann ich auch viele von den Raketen nicht laden oder die haben Invalid Parts drin. Weil da eben die altbenannten Kryo-Booster drin sind in den Saves. Also ansonsten ist mit denen alles super. Rein von der funktionalen Ebene her total schick. Nur halt dieses Problem mit dem... mit der Benamung, wodurch mir die ganzen Safe-Einstellungen in den Sack gegangen sind. So. Manitier, vielen lieben Dank fürs Follow und Dianon Force, vielen lieben Dank für den Sub im 13. Monat. Und Like for Pro macht auch den 9. Monat voll. Vielen lieben Dank dafür. Euch allen ganz viel Spaß weiterhin beim Zugucken. Und ich glaube, das sieht doch ganz okay aus. Lasst es uns einfach so probieren. Mach hier noch schön Autostart in den Rootpark durch. Und rebooten dann die ganze Rakete auf das da. Sehr gut. So. Sehr schön. Okay, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Auch die Payload sieht gut aus. Die Secondaries, also die Zweitstufe ist jetzt mal nicht reusable. Aber so viel Zeit will ich jetzt gar nicht in den Bau heute investieren. Dafür ist sie auch nicht teuer genug. Die First Stage versuchen wir dann zu recovern. Das sollte eigentlich ganz gut klappen mit dem Gewicht. Und mit dem Rest versuchen wir zur Raumstation zu kommen. 78.000 kostet der ganze Spaß. So, und jetzt müssen wir noch dran denken. Ich wollte noch ein paar aufblasbare Tanks mitnehmen, damit wir die später verwenden können. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Da. So, die sollten wir jetzt möglichst unaufgeblasen mitnehmen. Natürlich auch. Sechs Stück ist okay. Und wichtiger Part. Vor allen Dingen sind sie dann okay, wenn sie leer sind. So. Zack. Sehr gut. Dann haben wir nämlich diese... Wir spießen sie nicht mit der Antenne auf, versprochen. Die sind halt gedacht für die Station. Liquid Fuel Oxidizer, das sieht alles gut aus. Die nehmen wir dann mit. Die müssen nur umgebaut werden auf das andere Raumschiff. Da müssen wir dran denken, bevor wir das hier dann wegschmeißen. Eins nochmal. Okay. Das Ganze unbekörbelt. Hier sollte also auch keiner drin sitzen. Sehr gut. Dann raus damit, würde ich sagen. Und wir schauen mal, dass wir es zur Raumstation bringen. Moin Zoilein, schönen guten Abend wünsche ich dir. Cheers. Gobble Swag. So. Ich bin sehr gespannt. Nachdem ich in letzter Zeit nicht so gut war mit Raketenlanden. Yay. Ob ich das heute mal hinbekomme.
Also wir versuchen relativ direkten Start zur Raumstation. Also wir warten auf ein sauberes Startfenster. Ich spiele momentan in der 181, müsste das sein. 181. 2694, wenn wir klein designen wollen. So. Die Kmir. Oh, die Kmir ist auch gar nicht mehr so weit von uns weg. Set as target. Okay. Sehr gut. 150 Kilometer Höhe. Auf die schießen wir den Hobel dann auch direkt ein. So, Startfenster abwarten. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Mal gucken, ob wir das alles gleichzeitig hinbekommen. Ich würde bei 400 Kilometer Entfernung tatsächlich starten, um uns ein bisschen Zeit zu kaufen, lustige Dinge zu machen mit dem Recovern. Und Zöllein, vielen lieben Dank für deinen Resub im zweiten Monat auch schon. Dankeschön. Danke, danke. So. Dann geht das los. Wir fliegen Richtung Raumstation. Hoffe ich zumindest. Geht's. Oh ja, oh ja. Schub hilft. Habe ich gehört. Sorry. Oh Gott, das Launchpad hat Gott sei Dank überlebt. Das hätte richtig teuer werden können. Ich habe vor kurzem Moment auch gedacht, was ist denn jetzt los? Aber dann hat mein Gehirn doch nach einer Weile geschaltet. Das war knapp. Wir gehen in den Gravity Turn rein. So viel hast du nicht verpasst, Zoe. Wir haben letzte Woche nur relativ kurz gemacht. Was haben wir da gemacht? Wir sind mit dem Tankraumschiff rübergeflogen und wir haben. Boah, lass mich doch kriegen. Was haben wir denn da getrieben? Mondlandung oder so? Irgendwas Komisches. So, und die Woche davor ist, glaube ich, ausgefallen. Schön zu arbeiten, die Rakete, muss ich sagen. Aber jetzt kommt sie. Aus und set. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und Fairing. Okay. Pumpt mich noch ein bisschen weiter. Bin ganz gut unterwegs. Moment. Ich kaufe uns ein bisschen Zeit auf das Rendezvous hin. Und dann machen wir den Booster Return Burn. Shadow Portal, vielen lieben Dank für den Resub. Verstehe nichts, mein Schutzblech klappert. Herzlich willkommen zurück mit deinem zweimonatigen Resub und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, wir bringen uns jetzt einfach mal erstmal stumpf auf die 150 Kilometer hoch. Das sollte uns dann genug Zeit geben. 2 Minuten und ein bisschen. Ah, guck mal, wir kriegen, glaube ich, einen ziemlich perfekten Treffer hin, wenn ich das so sehe. Das sieht sehr gut aus. Muss man nochmal gucken, inwiefern wir das mit dem Landeburn übereinbringen können. Oh, sehr, sehr schöner Treffer diesmal. Sehr, sehr schön. Das macht mich.
sehr glücklich gerade zu sehen, wie nah wir hier zueinander kommen. So, jetzt müssen wir hier trotzdem mal kurz switchen. 2 Minuten laufen. Das wird relativ knapp. Also wir werden den Return Burn jetzt machen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das so angleichen miteinander. Also Boostback incoming. SRS an, SRS an, RCS an, Retro. Okay, Rakete dreht sich. Und wir gehen auf Vollschub. Hier treffen sich gleich die anderen zwei. Bis dahin sollten wir da sein. Ich gehe jetzt mit Absicht ein bisschen über die Atmosphäre, also über den Horizont drüber, um uns Zeit zu kaufen. Okay. Jetzt werde ich den Booster noch ein bisschen Richtung Süden drehen. Okay, noch einen kurzen Moment. Und er ist aus. Ah, shitty. Reicht nicht diesmal. Reicht nicht, Leute. Das reicht nicht. Okay, der Booster hat sich ein bisschen overcommitted. Der Boostback hat noch gereicht, aber das war zu viel. Ich habe zu viel Schwung mitgegeben in die nächste Stage. Zu viel bremsen müssen. Das wäre so ein Barge-Einsatz gewesen wahrscheinlich. So. Target, Retro. Wir brennen uns jetzt sauber an unser Ziel ran. Ach, da wäre mein Burn gewesen. Ist nicht so wild. Ist noch nah genug. Also. Rakete verlieren wir. Die First Stage. Kann nichts machen. Das hat da nicht gepasst. Ich habe mich irgendwo mit dem Gewicht vertan, glaube ich. Wahrscheinlich, weil das hier eine echte, also keine Liquid Hydrogen Stage war. Das letzte Mal war halt der Treibstoff um einiges leichter in dem anderen Konstrukt. Ich nehme an, das war hier das Problem. Okay, wir haben unseren Burn einen kleinen Ticken verpasst. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so 4-5 Kilometer Distanz zueinander reinbekommen. Aber dann haben wir es auch gleich. Wir sind im Orbit. Und Orbit angepasst aufs Ziel. Okay, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob wir alles so weit hinbekommen. Also, dass das passt. Sollen wir jetzt noch hier? Ja, wo ist der Part, den ich will? Hier passt es. Ah, da ist der Enable Crossfeed. Jawohl. So, wir ziehen uns jetzt hier aus der hinteren Stage noch den Treibstoff raus. Dann müssen wir den nicht verlieren. Okay. Crossfeed aus. Strom ist okayisch. Gut, dann geht's weiter mit der nächsten Stage. So, das spart uns nämlich viel Kraft, wenn wir den Gewichtsblock da schon mal nicht mehr mitschleppen müssen. Und wir bringen gleich noch ein bisschen Sprit mit. Der zufällig noch übrig war.
Der Gero, vielen Dank für den Resub im zweiten Monat. Dankeschön. Weiterhin auch ganz viel Spaß an dich beim Zugucken. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier einen guten Treffer draußen machen. 1,3, 1,2. Ich würde uns gerne so auf 100 Meter erstmal ranbringen für den Anfang. Das würde mir schon reichen. Passt. Wir gehen schon mal retro. Kann jetzt gezielt einzelne Lampen umschalten, so hatte ich mir das zumindest erhofft. Yes! Oh, wir können einzelne Ports zum Tanken freigeben, Leute. Oh, so gut konfiguriert. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die mich glücklich machen. Es sind die kleinen Dinge. Genau, ja, Shielded Docking Port öffnen, bevor ich abdocke. Mache ich noch. Jetzt machen wir erstmal das Annäherungsmanöver. Huch. Professionell im Zeitraffer hängen geblieben. Ups. So, nochmal. Once again, Gentlemen. So, wann wird's hell? Jeden Moment. Okay, sehr schön. Das ist gut, dann habt ihr optisch auch ein bisschen was davon. So, jetzt können wir uns schon mal vorbereiten. Docking Port ist vorbereitet für unser Umkoppelmanöver. Jetzt bringen wir uns noch in die Nähe. Da kommt die Sonne hoch. Oh, ist so schön. Ja, da. Sehr schön. Da ist doch optisch einiges geboten heute. So, Stromerzeugung läuft damit auch wieder. Dann machen wir das nämlich ein bisschen abseits der Raumstation. Ich werde uns dann grob auf der Höhe, wenn wir parallel zur Raumstation sind, bremsen. Und dann koppeln wir einmal um. Was mir gerade auffällt ist, wisst ihr, was richtig gut gewesen wäre, wenn man RCS benutzen möchte? Genau. Ich habe gar keine Dings mitgenommen. Ich Vollpfosten. Gar keine RCS. Nupsis. Das ist ja dumm von mir. Die hätte ich vielleicht anbauen sollen, ne? Ich gucke mal kurz, ob hier drüben welche sind, die ich zufällig nicht brauche. Hier habe ich aber, glaube ich, auch keine verbaut. Na gut. Dann muss es ohne gehen. Ja, in dem Tanker sind halt keine einzelnen, oder? Ich benutze nämlich am Tanker die von dem blöden Dingens. Aber wir können das folgendermaßen machen. Ich kann mit dem Tanker tatsächlich da andocken. Ja, wir können das folgendermaßen. Wir gehen mit dem Tanker ran und docken mit dem Tanker an die andere Seite und übernehmen die Kontrolle. Über das Teil sitzt ihr hier beide drin. Glaube, das sieht gut aus. Okay. Zermedes und Damon sind drin. Andock. Nope.
So. Wir translaten jetzt mal rüber. Okay. Alles gut. Das wird unser Target. Von hier wollen wir arbeiten. Hoch nach oben und Vorwärtsmarsch. Okay, ich glaube, wir sind gut unterwegs. Mit welcher Taste springt man zwischen zwei Schiffen und Raketen hin und her? Entweder mit Sternchen oder Ü in die beiden Richtungen. Was ich jetzt habe, ist ein Mod, mit dem kann ich Alt gedrückt halten und dann was anklicken mit der linken Maustaste. Das Mod ist in meinem Mod-Set mit dabei, mit Ausrufezeichen Seekant, findest du das? Frag mich jetzt bitte nicht. Easy Vessel Switcher oder so heißt das, glaube ich. Genau, damit kann man dann relativ einfach hin und her schalten. Tranquility Base here. The Eagle has landed. So. Was ist passiert? Tonobo, vielen Dank für den fünften Monat. Dankeschön. So, wir gehen in keine seitliche Bewegung mehr. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt trifft man ein bisschen in die Richtung, das ist so okay. Jetzt gehen wir in keinen Höhengewinn mehr. Jetzt bremsen wir mal ein bisschen. So, jetzt müssen wir uns ja eigentlich ganz nett reindrehen. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Da haben wir ihn. So, sehr schön. So, wir wollen uns in diese Richtung bewegen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Schub in die Richtung tatsächlich. Und dann werden wir mal die Umbauten machen, die draußen nötig sind. Man kann auch ihn ausmachen, zack, und ihn an. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher fürs Erste. So, wir bringen uns jetzt erstmal in Position hinten fürs Docking. Dann würde ich mit dem Ingenieur mal kurz die Tanks, glaube ich, abbauen. Ah, ich krieg die. Das machen wir später, glaube ich. Ich glaube, ich park die andere Vessel gleich mal. So, die hat eigentlich alles, was sie braucht. Die hat Strom, bla bla bla. Das braucht sie noch. Das hier braucht sie definitiv nicht mehr. Das können wir immer abnehmen. So, Propellant. So, dann können wir sie einfach gleich fliegen lassen. Dann haben wir uns schon mal ein bisschen Gewicht gespart. Und auch hier, denke ich,
kommen wir so ganz gut klar. Der braucht vieles, aber nicht viel Treibstoff. So, dann ist der nämlich auch sehr einfach zu steuern gleich. So, und der kann dann nämlich einfach weiter fliegen. Und wir bremsen das jetzt mal. Weil die hat jetzt den Bewegungsimpuls noch so ganz leicht von der Station wegzufliegen. Das ist nicht wild. Dann ist sie uns nicht im Weg. Solarpaneele sind draußen. Antenne ist fit. Also alles super. Holy shit. So. Schauen wir mal, dass wir unser Bauprojekt vernünftig abschließen. Gut, ich gebe ihm jetzt mal ein Target Lock quasi. Oh, ich hoffe, wir sind noch nicht zu nah dran. So, warte mal. Jetzt gerade nach unten und nach links müssen wir noch ein bisschen. So. Dann gerne auch wieder drauf zu, aber. Akalana, vielen lieben Dank fürs Follow. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, sag Bescheid. Okay, irgendwas zieht. Ich hoffe, der freakt uns nicht auseinander. Sieht aber ganz gut aus. Ich habe jetzt bei mir das SRS rausgenommen, dass sich mein Raumschiff fügt, weil wir die kleinere Masse sind. So, wir sind dran, Leute. Auch wenn das irgendwie eigenartig aussieht hier, aber doch, ja, ist geschlossen. Wir sind dran. Das heißt, wir können uns jetzt um das nächste Problem kümmern. So, zack, er kann schon mal ins Undocking gehen und sich auf den da gleich zubewegen. So, und wir gehen hier rüber. Das kann erstmal zu. Und das hier kann compressed werden. Boom! Wir sind dran. Treibstoffdepot erfolgreich installiert. Und wir können schon mal für später eins unserer LEDs freigeben für einen Treibstofftransfer. Wie dekadent! Wie dekadent! Follow hast du richtig ausgesprochen. Na, immerhin habe ich irgendwas richtig ausgesprochen. Es wird nicht mehr Mate von öfter dran rumnuggeln. Control from here. Set as target. SRS an. Target. So, jetzt holen wir uns den Rest vom Satelliten noch. Also hauptsächlich geht es mir da um die Tanks. Ich mache das jetzt mit Absicht mit Monoprop, denn da drüben liegt Monoprop und wir haben eine ganz gute Möglichkeit, uns das Monoprop nachher zu snacken, weil wir im Tank, also in der Kapsel, einen großen Monoprop-Tank haben.
deshalb verwende ich jetzt gar keinen Treibstoff erst, sondern arbeite mit dem, was ich eh mitnehmen muss. Den Treibstoff kann man natürlich auch mitnehmen, aber es ist nicht mehr so viel. Jetzt bringen wir ihn mal auf Kurs in Richtung des Dockingports tatsächlich. Dafür sollten wir noch mal ein bisschen leicht nach links driften. Also ich shoote jetzt mit Absicht ein bisschen links dran vorbei. So, das sollte den Winkel noch ganz gut beheben und danach jetten wir zur Raumstation zurück. Sieht doch alles ganz gut aus. Supplies sind gut. Habitation passt auch. Den anderen geht's auch gut. Alles ist super. Alles ist super. So, sehr schön. Die Annäherung sollte relativ entspannt klappen. So, mal gucken. Wir müssen gleich ein bisschen hoch. Und ein bisschen mehr links. Und ich fange schon mal an, ein bisschen zu bremsen. So, schauen wir mal. Justus, viel Spaß im Urlaub. Wo geht's hin? Und erhol dich gut. Wünsche dir einen schönen Abend noch. So. Wir kommen der Sache langsam näher. Was das Wort ist. So, sollen wir mal aufpassen, dass wir nicht zu viel angleichen. Zack. Das Monitor, ja, irgendwas ist da im Weg. Es tut mir auch fürchterlich leid. Ich finde es auch schade, dass die so hässlich aussehen. Wir können Folgendes tun. Dann stört es uns alle nicht mehr so. So, ich mache jetzt mal langsamer. Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken. Ich finde es auch sehr schade. Bei dem Command-Pod scheint irgendwas broken zu sein. Was das angeht. So, ich bin ein bisschen. Nee, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen zu hoch. Ich glaube tatsächlich, so schlecht ist es gar nicht. Ein bisschen höher schadet nicht. Ansonsten seitlich sieht die Abweichung okay aus. Okay-ish. Besser ist aus. Möge das. Der Magnetismus den Rest tun. Sehr schön. Also, wir haben unser Dock erfolgreich abgeschlossen. Jetzt lass uns mal schauen. Monoprop nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Jetzt schieß mal die Sonde auch gleich noch weg. Genau, das war das Problem hier, ne? Dass wir irgendwie irgendwas hier nicht durchtransferieren konnten, ja. Genau, alles gut. Aber dann hat er sogar noch ein bisschen Treibstoff, das ist auch nicht ganz schlecht. Können wir ihn mitnehmen zur Station und fliegen einfach aus seinem Treibstoff. Das müsste nämlich funktionieren. So, und während wir uns der Station wieder annähern, können wir unsere ganzen Aufgaben machen. Zack, zack, aufs Target ausrichten, please. Dann machen wir nämlich unsere ganzen Aufgaben, während wir im Anflug sind. Und das sollte jetzt aus seinem SRS-Vorrat passieren, oder? Ja, RCS-Vorrat, jawohl. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert, weil sein RCS-Vorrat, den braucht er nicht mehr. Und dann können wir jetzt nämlich, während wir diese 800 Meter gleich überbrücken, mit unserem Ingenieurskörbel.
Tanks umbauen, diese Aufblasbaren, dass wir die an der Landefähre dran haben. Und dann nach Minmus verschleppen. So. Sehr gut, dann muss Eleven jetzt mal seinen Job nachgehen. So, Werkzeuge einpacken, guter Mann. Dann gucken wir mal. 700 Meter und weniger werdend. Alles gut. So, schönste wäre jetzt natürlich, wenn wir die Dinger einfach einpacken könnten, aber ich befürchte, ja, du müsstest das natürlich noch in die Hand nehmen, mein Bester. So. Oh, sehr gut. Und gar nicht so viel. Sehr schön. Dann können wir ja mehrere in einem Schwung abbauen. Hervorragend. Das läuft ja wie geschnitten Brot hier, ey. Wie es läuft wie ein Länderspiel. Die beste Erfindung seit geschnitten Brot, oder so rum war es. Eieiei. So, haben wir noch. Ah, ich glaube, das war's. Ich baue die jetzt erstmal um. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welches Problem wir haben, aber irgendeins haben wir gerade gehabt. Holy shit, was ist falsch mit dir? Okay, kommst du klar? So. Geht's wieder? Ja. Eben wirkt es kurz, als ob er out of control wäre. Ist aber wieder okay, scheinbar. Dann würde ich mal versuchen, seinen Stuff hier. Ich glaube einfach, weil er jetzt sehr schwer beladen ist. Wie viel haben wir noch? 540 Meter. Ja, alles gut. Uff, ich kriege ihn gerade ganz komisch nur bewegt. Das ist ganz eigenartig. Fühlt sich matschig an. Kann ich ganz schlecht beschreiben, wie es gerade ist. Irgendwie fliegt er sich gerade eigenartig. Aber ich nehme an, das ist einfach, weil er sehr schwer beladen ist mit den Bauteilen. Ja, jetzt reagiert er auch wieder besser. Aber diese Drehung macht mich ein bisschen nervös. Er kommt irgendwie ins Taumeln bei den Aktionen. Nicht gut. So, Entfernung 460. Das ist immer noch völlig safe. So. That's all the magic, oder? Ja. Okay, dann liefern wir das noch ab. Entfernung sagt 390 und fallend. Sehr gut. So haben wir doch die Zeit der Annäherung sehr, sehr sinnvoll genutzt. Ups. So, einmal alles abladen. Ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht bis zum allerletzten Tank, oder? Oh, doch. Oh, hervorragend. Wieder für gemacht. 2,4 noch frei. Andersrum, 4,2 noch frei. So, nein. Ins Vergnügen. Okay, das sieht doch gar nicht schlecht aus. So, jetzt beginnen wir mal mit der Korrektur unseres Anflugs. Und gleichzeitig auch ein bisschen bremsen. So. Was ist hier noch drin? Noch ausreichend. So, hier ist ja noch ein bisschen Sprit drin, ne? Dann kann das Ding wahrscheinlich sogar noch deorbiten. So, dann würde ich das Teil jetzt wahrscheinlich gleich mal. Obwohl, wir nutzen seinen Treibstoff noch zum Einbremsen. So einen großen Vorteil schon mal haben.
hier quasi kostenlosen RCS-Sprit mit uns rumzuschleppen. Genau, du hast das richtig gehört. Ich habe im letzten Stream was dazu gesagt. Ich werde im März und April mal eine Streampause machen. Also Streampause im Sinne von keine festen Termine. Es kann sein, dass ich mal irgendwas streame. Also das kann KSP sein, muss aber nicht. Aber ich brauche mal ein, zwei Monate so ein bisschen einen halben Schritt zurück. Das ist definitiv nicht der Anfang vom Ende, sondern eher mal so genau der Punkt, da ein bisschen wieder mal Zeit zu haben. Einfach zu daddeln und ein paar Sachen abseits davon zu tun, also meine Freizeit auch mal anders zu nutzen, da ich gerade viel, viel beruflich auch unterwegs bin und viel eingespannt. Und deshalb werde ich im März und April mal von allen festen Terminen zurücktreten. So gesehen könnte man das also als eine Streampause bezeichnen, ja. Aber nix, nix, wo man Herzschlagaussetzer kriegen muss. Wir sind im Vorbeiflug. Jetzt würde ich ihn tatsächlich mal ausklinken. So, zack und Disabled Engine und ab geht die wilde Fahrt. So, ich deorbite das Ding jetzt nochmal schnell. Weg ist er. Wir können uns um das hier noch kümmern. Genau. Also ich finde, als Streampause ist es eigentlich gut und richtig betitelt, weil ich genau diesen Druck mal für eine Zeit weghaben möchte, dass ich regelmäßig Streams machen muss. Und ich kündige es deshalb so frühzeitig an, nicht weil es ein Riesendrama wäre, sondern einfach weil es mir ganz wichtig ist, dass ihr das wisst. Damit ihr eure Subs in dem Monat, vor allen Dingen auch die Leute mit den Prime-Subs, eventuell woanders hinpacken könnt, weil ich ganz klar sagen möchte, ihr könnt in diesem Monat potenziell keine Gegenleistung von mir erwarten. Oder mit großer Wahrscheinlichkeit könnt ihr da keine Gegenleistung von mir erwarten, wenn dann eher zufällig. Und das ist mir einfach ganz wichtig, sowas zeitig zu kommunizieren, damit ihr euch nicht ärgert. So, ihr Lieben, ich glaube. Moment. Verstehe, dass ich Monoprop benutze. Versteht ihr das? Doch alles essen. Ich habe jetzt gedacht, haha, genau, ich schlau mal, ich habe da drin RCS verbaut, habe ich aber gar nicht. Ach, kann das sein, dass ich hier in der Mitte. Und das anklicken. Hier in der Mitte ist Monopropellant. Ah, das hätte ich noch so gut nutzen können. Das ist mir zu spät aufgefallen. Damn. Da hätte ich mir noch was absnacken können.
Jetzt weiß ich, wo das herkam. Na gut. In der Mitte ist noch ein Monoprop-Tank. In der Mitte von diesem blöden. Na! Ärgerlich, ärgerlich. Irgendwas ist immer. So. Nee, Agricultural Module werde ich wahrscheinlich an die Khmer nicht ranbauen. So, was ich jetzt aber gerade überlege, ist, müssen wir noch mal docken? Gibt es gute Gründe, noch mal zu docken, oder können wir eigentlich nach Minmus losfliegen? Das ist tatsächlich gerade so ein bisschen für mich die Frage, muss ich sagen. Die haben Essen, die haben Bla, die haben soweit alles. 1900 Delta V reichen auch, um hinzufliegen und zu landen. Ich glaube, es gibt keinen Grund hier mehr zu docken im Moment. Ich würde dann nämlich sagen, lasst uns mal Minmus als Ziel setzen und im nächsten Schritt hier unsere Anpassung machen. Dann schicken wir die Vögel nämlich schon mal wieder auf den nächsten Turn nach Minmus. Ne, ich brauche nicht mehr Fuel. Ich brauche knapp 1000, um mich rauszuschießen. Ich gucke das gleich einmal nach, aber es ist. Ich tanke ja da. Da ist ja eine Tankstelle quasi. Ne. Ich brauche 243 jetzt, also sagen wir mal 300 weg, sind wir bei 1600. Ich brauche ein Tausi, um mich rauszuschießen. Ich brauche 160, um in Orbit zu bremsen. Ich brauche 180, um zu landen. Also selbst wenn ich das alles aufrunde, habe ich noch 200 Delta V. Und das ist großzügig aufgerundet. 200 Delta V Reserve. Das sollte also passen. Zunächst mal über, würde ich sagen. Ich bemühe mich, nirgendwo gegen zu fliegen, aber da wir jetzt durchs offene Weltraum fliegen, durchs offene Weltraum, genau, durchs offene Weltall fliegen, bin ich ganz unbesorgt, dass das funktionieren wird. Guten Appetit. So, und Feuer frei. Zwusch. Da fliegt sie von dann in die Raumstation. Ja, die Motorisierung war effizient, aber werde ich bei der nächsten Version nochmal überdenken müssen. Die Burns sind mir echt ein bisschen zu lang. Besonders wenn wir dann zurückkommen und die Raumstation treffen wollen auf einem Bremsburn. Das war mir ein bisschen. Too less. Also, Lektion der ganzen Geschichte. Die Dinger hier können wir komplett für Tanken benutzen. Das Ding sollte voll sein. Die Dinger so ungefähr halb. Der Rest ist tatsächlich Tankkapazität, mit der wir arbeiten können. Das ist okayisch. Nichts, was mich jetzt irgendwie vom Hocker reißt, aber. Ich meine, mal gucken, haben wir dann pro Turn 1200. 8, also knappe 2000 Liquid Fuel, die wir umschlagen können, plus der zugehörigen Oxidizer.
Das ist okay. Das könnte alles deutlich schlechter sein. So, mit O und ohne H. Dann bereiten wir mal Abflug vor. So, alles Weitere machen wir dann. Sieht das aus? So, das wird auch wieder ein längerer Burn, 5 Minuten. Delta V, dann haben wir noch 900 übrig, abzüglich einigen Verlusten, weil wir wahrscheinlich gegen die Schwerkraft ankämpfen werden. Mal sehen. Ja, das sollte aber eigentlich ganz gut passen. Das sollte ganz gut passen. So, Licht können wir, glaube ich, erstmal ausmachen. Bisschen Strom sparen. Bis wir wieder in der Sonne sind. So, dann haben wir alles mit dabei, um jetzt gleich die Umbauten zu machen. Ich glaube, das ziehen wir auch erstmal durch. Ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen Zeit. Ja, 166 Tage bis zum nächsten Zeitfenster da. Hier sind alle zufrieden. Zufrieden, zufrieden, zufrieden. Das sind Jahre auf jeden Fall. Okay. Also das spielt mir eigentlich alles in die Hand. In die Hände. Genau, dann können wir hier rausfliegen. Währenddessen läuft da draußen die Produktion hoffentlich. Brav vor sich hin. Da hinten ist die Kmir. Schön. Knapp 100 Kilometer entfernt. Und jetzt wird sie sich gleich noch viel schneller von uns entfernen, den Orbit verlassen. Wir sind doch recht weit über ihr, muss ich sagen. Jetzt überholen wir sie quasi auch noch. Mit unserem Abschied aus dem Kerbin Orbit. Ja, dann machen wir das. Und dann schauen wir mal, was die Uhrzeit noch so sagt. Also ich denke mal, mit dahin fliegen, landen, Umbaumaßnahmen an dem Mining Rig wird safe 21 Uhr. Da bin ich mir relativ sicher. Da müssen wir mal gucken, was für eine Mission noch da ist. Vielleicht können wir da zumindest die Konzeptionsphase noch hindengeln. Und dann haben wir schon für nächste Woche nämlich was Gutes vor, nämlich mal eine Mission zum Geld verdienen. Aber da kommt es ein bisschen drauf an, was uns angeboten wird tatsächlich. Ob wir da was Schönes mit dabei haben zum Kohle verdienen. Wir könnten uns das Sentinel-Thema noch angucken, ob die Sentinel-Probe noch genug Delta V hat, dass wir sie für den Auftrag verwenden können. Das wäre noch eine Möglichkeit. Das sollten wir uns nach dem Auftrag zumindest mal angucken. Das wäre auch wieder gratis Geld. Und das waren auch über 100.000. Ich meine, wir stehen ein bisschen besser da als vor Start des Streams. Also wir haben potenziell Geld verdient. Für einen Tanker ist das Schiff echt schnuckelig. Ach ja, es
bewegt halt ein bisschen Sprit von A nach B, ne? Also es ist jetzt kein Riesentanker-Ding, aber es hat halt letzten Endes diese Domes und die Hälfte von diesen Tanks sind ist das, was sie bewegen kann. Wobei es eigentlich ein bisschen weniger ist, weil wir ja noch bremsen müssen und alles, also von daher. Ja, kann man sicherlich noch mal größer konzipieren. Müsste man wahrscheinlich auch noch mal größer konzipieren, aber für den Moment ist es okay für die ersten Touren. Was mich eher nervt, ist das doch recht unterdimensionierte Triebwerk. Das war nicht die beste aller Ideen, um es mal so zu formulieren. Das nervt mich jetzt teilweise ganz schön, weil es einfach die Burns dadurch so in die Länge zieht. Plax, guten Hunger. Einen guten Hunger wünsche ich. So, können wir hier unsere Wohneinheiten ein bisschen beleuchten. Da müssen wir auch gleich wieder. Na, war es noch ein Stück bis zur Sonne. Aber die Khmer haben wir jetzt schön überholt. Ziehen wir jetzt dran vorbei. So, die letzten paar Meter, 100 Meter pro Sekunde werden in den Orbit geparkt. Dann sind wir auch schon da. Und bringen noch ein bisschen Restsprit, glaube ich, sogar mit. So sehe, wie gesagt, knappe 400 Delta V, also 400 Meter pro Sekunde, werden wir nochmal an Minmus brauchen. Ich denke nochmal so ungefähr 10, vielleicht 20 Meter pro Sekunde, wahrscheinlich eher weniger für die Kurskorrektur, für den Anflug. So. Das heißt, wir stehen safe da, was das angeht. Das heißt, wir können noch mit ein bisschen weniger starten, auch ein bisschen weniger als der Hälfte in diesen Außentanks. Ist auch noch mal eine Lektion. Ja, das stimmt. Kleine Tanker haben auf jeden Fall einen sehr viel höheren Anteil an Raumschiff im Vergleich zur Nutzlast. Da stimme ich dir zu. Ich glaube, jetzt, wo wir die Tankgeschichte haben, kann man auch mal gucken, dass man den Tanker noch mal neu baut, um zu gucken, wie genau das Raumschiff um den Tank aussieht. Focus View. Yes. Nur jetzt halt gerade nicht. So, die Richtung ist eigentlich egal. Nur noch ein bisschen näher ran. Ah, ich bin auf dem zweiten Ding gelandet, glaube ich. Oder? Ja, muss ja. Dann bitte. Okay, Strom läuft, dann vorwärts. So, das wird ein relativ kurzer Burn. Nichts Wildes. Steht irgendwo, welche Mods du gerade benutzt? Jawohl.
Du kannst Ausrufezeichen CKAN eingeben, also CKAN mit dem Ausrufezeichen davor. Dann gibt der Mod dir, der Mod, der Bot dir einen Link zur Modliste, nicht der Mod dir einen Link zur Botliste. Obwohl, da kannst du Mods mal fragen, ob sie das wollen. Und als Version spiele ich momentan die 1.8.1. Also ja, das gibt es tatsächlich. Und Proxy, hi, grüß dich. So, kleine Korrektur, 10 Meter pro Sekunde, dann einschwenken an Minmus, der neuerdings irgendwie eine Atmosphäre hat. Ganz eindeutig. Okay. Das stimmt, das ist eine Weile her. Wo hast du dich rumgetrieben? So, kommen wir irgendwie relativ direkt an die Basis ran? Ja, ne? Jetzt hier direkt bremsen. Können auch eigentlich in Richtung geplanten Absturz spielen. So. Direkt mal den Hobel ein bisschen hochziehen. Na, gucke da. So, ich würde ein bisschen overshooten tatsächlich, weil da dreht sich sicherlich noch einiges ein bisschen weiter bis dahin. Von hinter oder vor? Im Prinzip macht es nur für den Gravity Assist Sinn oder wenn du was rendezvousen willst, also wenn du jetzt ein Gravity Assist macht, ist halt hinten sich mitziehen lassen, beschleunigen und vorne rumfliegen ist bremsen. Und wenn ich jetzt natürlich ein Rendezvous mit der Raumstation machen wollen würde, wäre es sinnvoll, den gleichen Orbit zu fliegen, sonst muss ich den ja komplett drehen, Delta-V-mäßig. Wenn ich jetzt was am Boden anfliege, ich glaube, es macht keinen signifikanten Unterschied, ob du links rum oder rechts rum reinfliegst in den Orbit. Viel zu erledigen gehabt, ah, das kenne ich. Das ist bei mir auch im Moment so. Viel zu tun. Viel, viel zu tun und wenig streamen. Obwohl das ja auch was zu tun ist. Und hi Gulaschkanone, was hast du verpasst? Wir haben ein bisschen an der Kmir rumgebaut und ihren Tank, also ein Spritspeichermodul, einen klassischen Tank, verpasst. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Minmus, um da unser Mining Rig ein bisschen zu erweitern. Mit ein paar weiteren aufblasbaren Tanks, dass wir da mehr Sprit speichern können drin. Und das war's. Mehr ist heute noch gar nicht passiert. Obwohl, ich finde, das ist schon eine Menge. Yay. So, wir blasen jetzt knapp 180 Delta V raus. Das sind 20 Delta V mehr, als in der Bremsung in den Orbit vorgesehen sind. Weil wir aber direkt auch quasi suborbital gehen, beziehungsweise in den Anflug aufs Mining Rig. Das werden wir dann gleich noch korrigieren, den Anflug, aber erstmal so einen groben Schuss in die Richtung machen wir schon mal. Wir wahrscheinlich ein bisschen hoch korrigieren und dann bremsen müssen. Und jetzt, für jetzt reicht's. So. Voilà. Ich würde wahrscheinlich noch gar nicht so weit runtergehen, wie ich es jetzt gerade geplant habe, sondern hier jetzt irgendwo ausmachen. So. Das reicht, glaube ich, erstmal. Und dann lasst uns nämlich mal hier vorne hin warpen. Und dann mal gucken, wo wir so stehen mit dem Ganzen. Hätte ich nämlich gesagt, wir machen hier
Korrekturmanöver einbremsen. Ah, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Zack. So ungefähr. Okay. So, wir bereiten uns auf unsere Landung vor. Sollte uns jetzt den entsprechenden Schwung nehmen, damit wir aus dem Orbit in Richtung unserer Tankzeit fallen. So, der Treffer sieht nicht schlecht aus. Wir werden wahrscheinlich noch mal ein bisschen nach Norden gleich korrigieren müssen. Aber das warten wir mal ab, während wir hier runterfallen. Ja. Okay. Also, Add, Manöver, zack. Ganz viel auch noch mal reinbremsen. Okay. Kleine Korrektur. Da vorne sehen wir auch schon, wo wir hinwollen. Unterwegs. Viel zu früh ausgefahren, das Landing Gear. Ohne Atmosphäre, völlig egal. rein psychologisch. Ich glaube tatsächlich, dass der Apollo-Lander, meine ich, hat sogar, bevor sie überhaupt den Descent begonnen hat, auch das Landing Gear schon ausgefahren, um einfach zu sagen, hey, wir müssen das ganze andere Risiko nicht gehen, wenn wir die Landebeine nicht rausbekommen. Ist das hier an der Stelle exakt zu Ende? Ich meine, es war eine der ersten Aktionen, was das Lunar Landing Module gemacht hat. Tatsächlich, bevor sie in den Descent gegangen sind, war die Landebeine ausfahren, weil sie sonst abgebrochen hätten, wenn die nicht rauskommen. Ich würde natürlich nicht abbrechen, muss man der Fairness halber dazu sagen. Ich benutze das gerade nur als Ausrede. Emmadler, vielen lieben Dank für den Resub im 17. Monat. Ich glaube, Joke, ich habe vorhin nicht Danke gesagt für den Follow. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Coronauten. Und Emmadler, natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken weiterhin. So. Wie gesagt, bei mir ist es nur eine faule Ausrede. Ich gebe es ja offen zu. So, dann lass mal hier nochmal ein bisschen korrigieren. Zip. Denke, so bin ich halbwegs zufrieden. Hoffe ich. Ich hoffe, ich bin dann halbwegs zufrieden. Genau, kurz nach dem Undocking, ne? Damit sie eine Visual Confirmation noch hatten sogar. Okay, das ergänzt das nochmal. Also quasi in Reichweite des CSM noch. In Sichtreichweite des CSM. So. Letzte kleine Korrektur und dann schauen wir mal, dass wir nah rankommen. Abgehakt, okay. Ich sehe, wo wir landen würden. Ich würde das Ganze gerne nach Norden drehen. Bisschen. Also ihr seht, ich bringe meinen Landing Token gerade in Position.
Okay, Surface Retro 5200 Meter. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich bringe ihn jetzt bewusst ein bisschen hinters Ziel, damit ich gleich ordentlich suiciden kann. Okay, 2800 Meter bis zum Suicide Burn, falls ihr euch fragt, welche Zahl ich lese. Die da, es wird nicht mehr viel Platz sein auf jeden Fall. Ich hoffe, er verrechnet sich gerade nicht. Ich fliege ihn hier auf Minmus ohne Puffer. Diesmal. Mal gucken, ob es hinhaut. Oh shit, plötzlich war er im Minusbereich. Frag mich bitte nicht warum. Ich muss ihn kurz hochziehen gleich. Wahrscheinlich. Komm, zieh ihn aus dem Minus raus. Das wird richtig knapp. Das klappt, glaube ich. Das ist mal ein echter Suicide. Kiste gerade zu fangen. Oh. Die kippt rum. Ich glaube, ich kann das gleich halten, aber schön ist anders. Schön verrechnet der Computer. Danke, Computer. Gott sei Dank ist das hier Minmus. Schwung muss ich doch über diesen blöden toten Punkt rüberkommen, oder? Komm. Was ist das hier? Das ist. Warte mal. Das ist. Ich liege auf dem Kopf im Prinzip. Dann müsste das. Nee, so funktionieren. Ach komm schon. Sei nicht so. Los, sieh zu jetzt. Zahl ist plötzlich runtergesprungen. Oder ich habe rumgekaspert. Wer weiß das so genau? Warum ist er jetzt so zu mir? Ja, die Reaction Wheels sind bestimmt saturiert. Das ist ja nicht so gut. So. Kannst du ja was machen, Damon? Hi. Als Ingenieur hast du doch bestimmt irgendeine spezielle Ausbildung im Raumschiff angeschrieben gekriegt. Zumindest wenn du durch meine Ingenieursschule gegangen bist. So, ich würde sagen, da wäre ein sehr guter Punkt, um deinen kleinen Ingenieurskörper anzusetzen. Ich möchte, dass du da jetzt rein ragdollst. Schade, das funktioniert schon mal nicht. Okay, ja. Da waren erste Ansätze erkennbar. Also, wenn wir jetzt sagen, wir pumpen den gesamten Sprit. In die Dinger hier rein. Ein bisschen viel. Ach ja, Leute. Es ist schön, dass ihr mitfiebert, während ich mich ab und zu auch mal ein bisschen dumm anstelle. So.
SRS feuert gerade mit. Ich komme aber nicht hoch. Der will nicht weiter weggehen, wenn ich du wäre. RCS sage ich natürlich. Was sage ich denn da? Irgendwie kriege ich ihn nicht gedreht. Was nicht so gut ist. Okay, ich gehe erstmal mit Damon da ein paar Meter spazieren. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich habe eine Idee. Ah ne, shit. Erstmal brauche ich für meine Idee, brauche ich Werkzeug auf jeden Fall. Mach das da aus, bitte. I have an idea. Es könnte sein, dass das eventuell doch länger als 21 Uhr dauert hier auf Minmus. Weil ich eventuell mittelschwer latent versagt habe. Mit versagt meine ich natürlich alles richtig gemacht. So. Lass mal was nachschauen. Ich hätte eine Idee. Ich habe da drüben gerade was rumstehen sehen. Ist nur die Frage, wie groß das ist. Ich das in den Rucksack kriege. Oh, jetzt doch eine spannende Gestaltung. Nee, tatsächlich habe ich entweder ein hartes Aufmerksamkeitsdefizit gehabt oder das ist von plus 100 Meter auf minus 100 Meter gesprungen. Ah, verdammt. Plus 41. Aber hier wäre eigentlich die Antwort auf mein Problem. Kann das Ding fliegen noch? Kann ich das steuern? Nee, das hat keinen Prop Controller. Okay, der Ansatz funktioniert schon mal nicht. Die Idee mit dem Ballontank ist tatsächlich auch nicht ganz schlecht. Die werden wir mal als nächstes in Erwägung ziehen. Genau, evakuieren und sprengen. Das wäre so die Notfalllösung, wobei ich den erst sprengen würde, wenn ich eine Evakuierungsoption für die Guys hier hätte. Von daher, Hero Nidon und King Neri, vielen lieben Dank fürs Follow. Und ganz herzlich willkommen bei den Kommunauten, wo mal wieder eine ungeschickt herbeigeführte Notsituation das Nachfolgeprogramm stark verzögert. Kurz mal unser Raumschiff wieder flott machen. Hust, hust. Weil irgendjemand, ich möchte nicht sagen, dass ich das war, aber wahrscheinlich war ich es, es schon wieder versaut hat, das Raumschiff vernünftig zu landen. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass der ja Crossfeed-mäßig nicht mit denen hier reden will. So, das heißt, wir können jetzt brauchen wir ihn doch nochmal. Bump, bump, bump. Wo bist du? Oh Gott, lass dich nicht von dieser Rakete erschlagen, ey. Oh, 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 oh. Klassische Dreipunktlandung. Knie, Ellenbogen, Kopf. Ja, ist jetzt gut. Wir haben es verstanden, dass das weht. Oh, Damon, du musst nicht immer so theatralisch sein. Ich habe ja verstanden, dass das nicht okay war. Aua, aua, mein Rücken. Ah, Bock. Das sieht nicht gut aus mit dem Ellenbogen, mein Freund. So. Sehr gut. Danke für diese kurze Show-Einlage. So, jetzt holen wir uns da so ein Rüssel. Ich hoffe, dass das funktioniert. Mal gucken.
die anbringen können. Jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Wir könnten so ein fieses Gelenk hier mitnehmen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich habe viele Ideen, wie wir das lösen können. Jetzt fangen wir mal mit der ersten an. Oder mit der nächsten an. Ich habe viele, viele Ideen, wie man das lösen kann. Ehrlich jetzt. Ehrlich? Leute. Kann ich das mitnehmen? Okay. Kann ich das hier noch mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Auf welcher Version wird hier gespielt? Auf der 1.8.1 wird hier gespielt. Damit irgendwelchen Schabernack treiben. Das wäre doch eigentlich, wenn man das schnell genug dreht. Als erstes bringen wir mal Damon weg, bevor wir Schabernack treiben. So. Wenn ich jetzt hier schnell genug dieses Ding drehe. Target Angle, Traverse Rate, auf jeden Fall erstmal maximal. Target Angle. Ist es schon an? Das ist gerade locked. Alles gut. Ich muss den Locked noch rausnehmen. Zack. Damit ließe sich auf jeden Fall was machen, ne? Wenn man noch einen Hebel hätte. In die Nummer reinbekommen. Was wäre denn, wenn wir das als Konstruktion unter den Tank drunter bauen? Was sicherlich eine völlig smarte Idee ist, das zu tun. So. Lass uns mal kurz gucken, ob wir das Ding hier stabilisiert bekommen. Oh. I have no fucking clue, aber es hat funktioniert. Ich glaube, das SRS war einfach zu saturiert und hat sich jetzt in der Rumspielereizeit weit genug erholt, dass ich es wieder benutzen konnte, stark genug. Guck mal, und wisst ihr, was ich erfunden habe? Ich habe den ersten schwenkbaren, aufblasbaren Tank erfunden, mit dem man, wenn man ihn schnell genug hin und her schwenkt, sich durchs Weltall paddeln kann. Oder wahrscheinlich seine Hülle durchschlägt, irgendwie sowas. Ja. Mit der Macht des Ingenieurswesens. Oder halt auch nicht. Auf jeden Fall kann er jetzt wieder einsteigen. Und wir fliegen mal rüber zum Tanken. Und um die eigentliche Arbeit zu erledigen. Ich habe keine Ahnung, manchmal.
Es ist halt KSP, ne? Man muss auch manchmal damit leben können, dass komische Sachen passieren. Und das einfach stumpf akzeptieren. Manchmal ist auch aufgeben eine Option. So, jetzt müssen wir einmal erstmal drehen. Please. Nicht zu sehr. Okay, cool, danke. Au. So, ich würde nämlich gern so. So, zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, ich würde gerne in die Richtung ein bisschen mehr. Wenn das für alle Beteiligten okay wäre. Cool. Und aus. Und Bremsung vorbereiten. Sowas von Bremsung vorbereiten. Oh. Oh. Alles gut. Es sieht nur komisch aus, weil ich gerade komische Sachen mache. Aber im Prinzip ist es okay, glaube ich. So. Jetzt stehe ich natürlich noch falsch rum, weil ich meinen geilen Tankschlauch genau auf die falsche Seite gestellt habe, ne? Ha. Okay. Noch ein bisschen. Bisschen mehr darüber, Leute. Bisschen. So. RCS. Da so wäre cool zum Landen. Jupp. Ich sollte das eigentlich immer so machen. Einfach langsam anfliegen und dann eine Landung machen, die es wert ist. Eine Landung genannt zu werden. So, ich brauche meine Anschlüsse in die richtige Richtung. Und zwar so rum ist die richtige Richtung. Ist auch gut, das alles so kurz vor der Landung zu machen. Auf jeden Fall totally safe. So. Das üben wir alles noch mal ein bisschen, ne? Bisschen. Aber es ist jetzt okay. Es ist jetzt, wie es ist, ist es okay. So, und wir haben auch schon sehr gut aufgefüllte Ballontanks. Das ist sehr schön. Wie ihr seht, brauchen wir davon noch ein paar mehr. Das war aber auch abzusehen und Teil unseres Auftrags heute. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt mal die ersten zwei Stück an. Hust, hust. Ja, safe. Safe first try. Keine Sorge. Das hier können wir mal ausmachen. Oh Gott! Wir sind so schwer, dass das Jetpack nicht mehr funktioniert. Hervorragend. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo man. Kann man auf aufblasbare Tanks draufbauen? Das wäre eigentlich die Bonus-Stage von allem an diesem Gerät, wenn wir die sich einfach so zur Seite immer weiter entfalten würden. Das würde so vieles so viel besser machen. Ich befürchte irgendwie, dass das nicht gehen wird. Aber mal sehen. Das ist natürlich zu weit oben, ne? Das scheint aber zu gehen, prinzipiell. Ich bin einfach nur zu schwer gerade. Verdammt. Können wir die kurz hier hinbauen? Scheint tatsächlich zu funktionieren. Kann ich jetzt wieder fliegen? Mit viel Mühe. Mit sehr, sehr viel Mühe. Gott, oh Gott. So. Jetzt nehmen wir den hier und bauen ihn mal ordentlich an. So, als ob wir es so gemeint hätten. Oh Gott, das fangen wir noch von vorne an. Ja. Kurz überlegen spielen, genau. Grab.
eigentlich ganz cool. Also wenn das jetzt einfach so funktioniert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das klappt. Dann haben wir halt so eine Kaskade an aufblasbaren Tanks, die wir einfach nach außen aufpumpen, so nach und nach. Und dadurch, dass die ja gleichmäßig sich befüllen, ist das ja völlig, völlig legitim, das so zu tun. Das ist ja simpel. Ups. Da habe ich jetzt gerade eine ganz falsche räumliche Vorstellung gehabt von dem, wo ich bin und wie weit ich noch muss. Das hat gar nicht gepasst gerade. So. Ich bin positivst überrascht, dass das einfach so funktioniert. Wahrscheinlich explodiert gleich zur Strafe oder so, aber. Zack. Bin mal gespannt. Hier ist auch schon was drin. Sehr schön. Und hier beginnt es auch. Leute, ich kann nur sagen, das wird richtig laufen. Das wird richtig gut laufen. So. So, zwei Stück. Sehr, sehr gut. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Okay, da du offensichtlich zu schwer beladen bist. Aber jetzt die Leiter hochschweben, oder was? Wir haben ja alles vorbereitet. Musst du dir nicht die Knochen brechen. Du darfst diese Leiter herabsteigen. Puck. So. Leute, das läuft. Das läuft. Sehr schön. Und dann funktioniert auch das neue Tankkonzept hier ganz gut, weil dann stört sich das nicht mit den Kühlblättern. Der bei der roten Lampe hängt ja schief. Ach so, der da, der große, ja. Nee. Gerade nicht. Gott sei Dank. Stört mich das gerade tatsächlich nicht. Und es gibt auch nichts, was ich daran tun könnte. Also gleich kann ich daran vielleicht was tun, aber da müsste ich alles wieder abbauen und ehrlich gesagt, nein. So, jetzt einmal. Ich muss den kurz zwischenlagern. Aus reinen Gewichtsgründen. Weil ich sonst den kleinen, dicken Damon Kerbel. Nein, der ist nicht dick, der ist nur schwer beladen. Mit dem zweiten Tank. Das ist dann zu viel für seinen Jetpack. Deshalb müssen wir den einmal zwischenlagern. Dann kann er auch wieder fliegen. Ich wusste gar nicht, dass die Dinger so viel wiegen. Das hat mich auch ein bisschen überrascht jetzt gerade. Das funktioniert. Das schreit halt irgendwie nach Game Crash. Was ich hier gerade tue, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das stört, das stört mich insofern nicht, dass ich, also ja, es wäre schöner gewesen, das gerade anzubauen, da bin ich komplett bei euch. Aber ich weiß, was es bedeutet, das jetzt alles zurückzubauen. Oh Gott, lasst uns das bitte nicht tun. Ist abendfüllend. Wir müssen jetzt den Treibstoff rauspumpen und danach den gesamten Tank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön, dass ihr es angesprochen habt. Wahrscheinlich muss ich es jetzt machen, weil ich sonst durchdrehe. Danke. Oh Gott. So erleichtert, dass er gleich einen Hüpfer gen Himmel macht. So. Jetzt lasst uns mal. Ist das nah genug? Ich hoffe, das ist nah genug. Zack, Grab Connector. Please, 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 please. Please, please, please. Das könnte relativ knapp sein. Das scheint zu reichen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Komm schon. Gib GUI.
hier keine GUI drin? Das wundert mich. Okay. Dann halt hier. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was das so macht. Wenn jetzt hier die aufeinandergeschraubten... Ich glaube ihm das irgendwie noch nicht. Rechte Seite ist der Fuel Transporter. Na dann mal los. Es war klar, dass eigenartige Dinge passieren. Irgendwie was abzusehen. Irgendwie was abzusehen. Das ist nicht gut. Das sollten wir auch nicht so lassen. So, das kann ich nicht so lassen. Das geht kaputt. Das schreit nach Problem. So, jetzt kriegen wir die Reparatur ja auch hin, weil ich das jetzt alles mal ein- und umbauen muss. Herzlichen Dank. So. Es reicht das so, wenn ich so tue. Meint ihr, das haut hin, dass die weit genug auseinander sind? Naja, letztendlich finden wir es raus, ne? Ob es uns gefällt oder nicht. Oh nein. Ich schaff das. Punk. So, das muss weg. Das muss weg. Geht das mit dem Radiator? Das ist so meine Befürchtung. Aber mit dem Radiator müsste relativ gut noch gehen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn beide in die Richtung aufeinander zugehen. Müssen wir jetzt ein bisschen beobachten, während die befüllt werden. So, jetzt machen wir erstmal hier. So, das ist auf der Kante da. Zack. Es ist ja quasi auch nach so gedreht. So, ich habe es bis an die Außenkante geschoben, ne? Ja. So. Oder ich werfe es einfach nach da unten. So, vielleicht muss man einfach auch X gedrückt halten. So.
Den dritten von unten, ich weiß es nicht genau, ne? Die Überlegung wäre dann quasi so zu gehen. Das wäre so meine Theorie dazu. Mal gucken, ob dieses Tetris-Spiel so funktioniert. Genau, das ist Hitzeableitung. Die Flügel, das sind Radiatoren für die ganze Hitze, die entsteht beim Bohren und beim Umwandeln des Fuels. Mal gucken. Was soll schon passieren? Naja, was soll schon passieren ist, wir werden das jetzt gleich mal befüllen. Und dann werden wir sehen, was passiert, würde ich sagen. Dann werden wir schon ganz gut sehen, was passiert. Ich hoffe, ich komme da ran. Müsste aber eigentlich gehen, wenn ich mich direkt drunter stelle, müsste ich das anbauen können. So. Sieht gut aus. So, welche Höhe hatte ich genommen? Ein bisschen so die Richtung. Und Orientierung war der schwarze Streifen. Also so 100% symmetrisch wird das wahrscheinlich trotzdem nicht. Und das wurmt mich jetzt schon, aber. Ich hoffe, es wird good enough. Mal kurz gucken. Das ist gar nicht so schlecht geworden. So, jetzt muss ich einmal in das Ding hier rein. Und jetzt sperren wir mal die Dinger hier für die Symmetrie. Weil wir wollen ja die Tanks aufpusten. Ich weiß, dass diese Tanks da in ihrer Größe gleich bleiben. So, den bringen wir mal kurz in Sicherheit, den guten Mann. Jetzt gucken wir nochmal, gibt es hier noch irgendwelche anderen Tanks? Nee, gerade nicht. Okay, das heißt, hier fließt jetzt auf jeden Fall der ganze Stuff rein. Dann machen wir jetzt mal die GUI auf und werden jetzt mal ohne Autoscale den Sprit zurücktransferieren. Das Schöne ist, wir können über diesen Schieberegler, wenn wir sehen, dass wir in Probleme reinkommen, ganz schnell. Nicht, ne? Noch haben wir keine Berührung. Jetzt beginnen sie ineinander zu klippen, glaube ich. Okay. Ich ziehe das mal wieder raus. Also die beiden unteren Tanks nehmen wir mal kurz raus. Ich würde jetzt mal die oberen Tanks kurz aufziehen und mal komplett gucken, was passiert. Tatsächlich. So. Close the lock. Das würde mich mal interessieren. Was wäre, wenn wir nur die beiden oberen voll machen? Dann kann man vielleicht erkennen, wo wir den anderen anbringen können. Oder ob wir ihn noch anbringen können. Vielleicht ist das auch durch dann. So. Zack. Hier hinten wäre natürlich noch eine Option, ne? Einfach zu sagen, wir gehen in die Richtung raus. Und du so, ach, ich habe heute an einem nuklearbetriebenen Mining Rig im Weltraum aufblasbare Fuel Tanks angeparkt, um zu gucken, ob sie platzen. Wie bitte?
Ja, another day in the office. So. Ich hoffe ja, dass wir wenigstens die Fuel-Tanks an sich relativ gut voll pumpen können. So. Das sollte groß genug Sicherheitsabstand sein, falls irgendwelche Teile eskalieren. So, dann los geht's, hätte ich gesagt. Sieht auch relativ symmetrisch aus, muss ich sagen. Ach krass, so groß werden die. Was ist das? Mehr Sprit habe ich nicht. Habe ich so die Befürchtung. Ist mein Sprit alle? Ja. Hier ist erstmal empty, Leute. Hier ist erstmal richtig empty. Also fürs Erste sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich meine, die gewinnen jetzt nicht mehr so viel an Gesamtvolumen, weil ja jeder Tick, man sieht, sie wachsen jetzt halt sehr langsam. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch erst zur Hälfte oder so. Ungefähr, nicht ganz zur Hälfte voll. Das wird schon geschmeidig, ne? Das wird auf jeden Fall ordentlich. Das wäre, wenn wir so und so gehen, also einer längs oben drauf, einer längs unten, längs an die Seite. Ja, die Radiatoren sind ein bisschen geblockt dadurch, das stimmt auch, ja. So. Also. Jetzt mal 50% Test hier. So. Wenn wir den hier nehmen. Also, wenn wir. Ach du Scheiße. Das war eine super Idee, Robert. So. Jill. Zack. Kommst du nicht ran, ne? Ja, gute Idee. Duck, 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 duck. Bum, 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 bum. Oh Gott. So, dann haben wir den. So. Also, ich habe zwei Tanks dabei, ne? Ja. Die können wir kurz mal hier ablagern, einfach. Zack. So. Ja, die optische Sünde versuche ich gerade zu vermeiden. Hannibal, das ist so. Ich suche noch nach Mitteln und Wegen, es zu tun, ohne das Ding optisch in den Abgrund der Schande zu rammen. So. Machen wir die hier auch zu. Und die hier auch zu. Zack. Ah, das ist auch schon schräg, ne? Ah, gucken, ob wir das irgendwie halbwegs optisch adäquat gebaut bekommen.
So. Es gibt halt nur die Kn den Knick oder den Knick. Herzlichen Glückwunsch. Welches Schweinderl hätten es gerne? Nicht ganz perfekt, aber so. Damit habe ich ihn zumindest mal nicht schräg. Jetzt muss er den hier nochmal nehmen. Muss mal ganz kurz woanders hinbauen. Dann bauen wir ihn dahin, wo er eigentlich hin soll. In der Hoffnung, dass wir es nicht total verhunzen. Der hat nämlich auch dieses Kipp-Problem. So, und jetzt müssten wir doch eigentlich, also eigentlich wie der Rest von der ganzen Geschichte, perfekt zusammen harmonieren. Genau. Oder nicht? Das kann doch hier alles nicht wahr sein, Leute. So, jetzt haben wir da zwei Tanks, die noch freigegeben sind. Feuer frei. Wie groß können die werden, hä? Offensichtlich riesengroß. Also sie klippen nicht ineinander. Das mit den Kühlpaneelen ist nur so mittelgut, glaube ich. Ist immer noch nicht voll, ne? Aber es ist fast voll. Also viel passiert da nicht mehr. Wollen wir es so machen? Ich glaube, ich könnte damit leben. Da müssen wir gleich mal gucken, wie viel wir hätten. Also wir müssen 3510 als Gesamtmenge hier ranbekommen. 1260 haben wir dann, wenn die zwei Dinger dran sind. Plus die runden Tanks. Da müssen wir mal schauen. Da sind wir wahrscheinlich so bei 2000. Könnten sie ein bisschen weiter nach vorne setzen noch, ne? Dann hätten wir diesen Konflikt mit den Dings nicht. Ja. Ich setze sie an beiden Seiten noch ein bisschen weiter nach vorne. Bin ich mit dem Ring. Dann müssten hinten die. Kühlpaneele arbeiten können. Hoffe ich. So. Das hier wegbauen. Please. Das ist ja fürchterlich. Oh ja. Dann machen wir das doch mal. Ein Strut. Ich würde hier auf die Seite gehen und ihn da lang kippen.
Binary Tanks sieht die Radiatoren. Ja, das ist ja genau der Punkt, den ich jetzt versuche, durch das leichte Vorschieben der Tanks nochmal ein bisschen zu verändern. So. Whatever. So, Hauptsache erstmal festgebaut. So. So ein bisschen Rudis Restrampe da hinten. Zack. Das erstmal dahin. So, dann können wir jetzt einmal die Tanks umsetzen. Dann müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Die Frage ist halt, wo stehen wir? Wo stehen wir dann fueltechnisch, wenn wir es aufmachen? Siehst du, das ist ja mal ein super Punkt. Nicht drüber nachgedacht. So. Zack. Tanks auf. Tanks auf. Tanks auf. Tanks auf. So. Dip, dip, dip. 1620. Ist immer noch ein bisschen zu wenig. Wir haben hier nochmal 600. Dann kommen wir auf 2200 und ein bisschen. Die Frage ist halt, wo könnte man die anbringen, ne? Eine Sache, die mir noch einfallen würde dazu tatsächlich. Was wäre denn? Das funktioniert. Bin mir nicht sicher. Zu den hier aufmachen und los geht's. Spricht eigentlich nichts dagegen, ne? Das zu tun. Passt zwischen die Beine, kann sich frei drehen. Reicht, glaube ich, auch. Zusammen mit dem hier oben. Wenn ich das jetzt gerade noch nicht ganz beweisen kann, aber ich glaube, es wird hinhauen. Ah, da fehlt nicht mehr viel. Also da ist noch genug Platz für das, was an Dings noch da ist. Das. Dann kann ich den anderen da drüben hinbauen. Okay.
Dann sind wir schon mal bei 2200, meine ich. Capacity. Fehlt nicht mehr so viel. 3,5 ist natürlich nochmal eine Ansage, aber wir sind nicht mehr so weit weg. Das sieht sogar noch halbwegs symmetrisch aus, wenn wir es auf beiden Seiten machen. Das Problem ist, dass ich eigentlich dahin kommen muss, dass diese 3500 Fuel, die dieses Raumschiff fassen kann, ich sag mal zu großen Teilen angelegt werden können, während ich weg bin. So, das muss halt in einem Schwung durchgehen. Weil hier stehen ist halt doof, wegen Habitation und Supplies. Aber ich habe eigentlich die Flugzeit. Und die Flugzeit sagt, gib ihm. Und zwar kräftig, weil währenddessen wird ja die ganze Zeit Sprit hergestellt. Und das sind ja hin und zurück letzten Endes gute 30 Tage. Offen, 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 offen. So, dann stehen wir jetzt bei 2250. Ich meine, wir hatten da drüben noch das eine Fueling, genau. Was prinzipiell auch mal weg könnte. Open GUI. So, alles da rein, please. Könnt ihr euch ruhig gleichmäßig befüllen. So, ich glaube, in dem Tresor war, meine ich, nichts mehr drin. Doch einer noch, oder? Zack. Wie heißen diese Kegel, die man im Abgasstrahl von Raketen sieht? Im Abgasstrahl, also in dem Feuerstrahl heißen die Mach Diamonds. Wenn du im Feuerstrahl meinst, die Kegel, die sich so formen, hinterm Space Shuttle hat man das immer ganz schön gesehen, die sich so unter diesem, in diesem Feuerstrahl formen. Das nennt sich Mach Diamond, meine ich. Im Abgasstrahl weiß ich eventuell nicht. Ah, okay, du meinst das in dem Feuer. Okay. Yes. Das sollten die Mach Diamonds sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich lasse mich aber gerne korrigieren, wenn ich es gerade irgendwie falsch im Kopf habe. So, ich muss jetzt einmal ganz kurz da oben rein. Also wir sollten noch zwei von den Dingern haben in der Theorie. Einer klebt da draußen dran, einer müsste noch im Safe sein, weil es waren 6 Stück. Weil symmetrisch verteilt und so. So, wenn wir da jetzt nochmal 600 ranbekommen, sind wir bei 2,8. Das sollte schon mal... Da ist noch eine. Sehr gut. So, ich gehe jetzt noch einmal kurz rein, um mein Monoprop aufzufüllen. So, wenn wir jetzt noch einen guten Ort finden für die anderen beiden. Dann sind wir fast da, wo ich sein will eigentlich mit dem Sprit. Ich kann damit leben, wenn 600 Fuel irgendwie nicht sofort zur Verfügung stehen. Weil wie gesagt, ein bisschen was wird ja in den Tanks auch immer noch drin sein. Sonst noch mal überlegen, wo wir das noch herbekommen. Ne? Also platzmäßig herbekommen.
Traversen dran tüdeln und da die Tanks dran. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich krieg die Traversen nur. Also ich habe gerade nur keine länglichen Bauteile hier. So, wir könnten jetzt ja tatsächlich Bauteile hier, die sich so aufblasen, aber das sieht natürlich richtig schlecht aus. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was sonst, ne? Das pumpt sich alles noch ganz gut auf. Also ich krieg da ja sonst nichts dazwischen. Nee, die Träger vom Skycrane bekomme ich nicht in das Körbelinventar, aber ich könnte sie rübertragen tatsächlich. Das wäre so die einzige Überlegung dazu, die irgendwie helfen würde. Ich kann mal das Stuff-Zeug hier kurz anbauen, damit ich mich bewegen kann. Dann können wir mal gucken, ob wir den Träger herbewegt bekommen. Das wäre natürlich noch so eine Möglichkeit, einfach einen Träger zu haben, an dem zwei Tanks sind. So. Erwin, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. So, ich mache mal kurz die Tanks zu, dass die sich nicht noch unnötig mit Sprit befüllen. So. Schauen wir mal. Also, wir können natürlich gucken, auch wenn wir das Ding nicht ins Inventar bekommen, können wir anderen Schabernack damit machen, indem wir es einfach Stück für Stück bewegen. Glaube ich, wenn es nicht zu schwer ist. Oh Gott. Oh, und noch eine Rückwärtsrolle über den Stahlträger. Sehr schön, Damon. Ich sehe. Das ist drauf. Du hast das auf jeden Fall drauf. So. Was man nicht machen kann. Bis zu einer gewissen Distanz. Ist. Das hier. Garantiert ist dabei auch noch keinem Körbel ein Stahlträger auf den Kopf gefallen. Noch nie. Dank der Körbelmagie kann ich nämlich dicke Eisenbeams, die ich nicht in mein Inventar bekomme, einfach woanders hinstellen. Schulz, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. So. Was tatsächlich gar nicht so völlig unrealistisch ist, weil das Ding wiegt halt nicht so viel auf Minmus. Aber so irgendwie über die Schulter gelegt tragen geht halt nicht. Gibt es einfach nicht als Option. So, ich darf da noch nicht gegenlaufen, dann fällt er nämlich um. Dann haben wir den Salat. Ja. Zack. Ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, so eine Traverse zu bauen und da die Tanks ranzupacken. Könnten wir eins dieser kleinen Notfall-Solarpaneele da einfach wegmachen und da Tanks ranzimmern. Ja, so klar. Habe ich das jetzt? Ja. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Welche Schulter? Das stimmt auch wiederum. Körbels und Schulter sind auch so zwei Körperteile, die nicht... Also beide Schultern, meine ich damit, sind beide nicht besonders ausgeprägt. Wir werden das nicht tun. Natürlich habe ich gerade kurz darüber nachgedacht, aber wir werden das nicht tun. Das ist nicht in Ordnung. Wir werden Damon nicht einen Stahlträger auf den Kopf stellen, um zu gucken, was passiert. Generell hat mir meine Mama mal gesagt, ich darf keinen Leuten Stahlträger auf den Kopf stellen, um zu gucken, was passiert. Danke, Mama. Das hat mir sicherlich viel Ärger im Leben erspart. Das mit den Stahlträgern. Die meisten Leute reagieren recht ungehalten, wenn man ihnen probehalber einen Stahlträger auf den Kopf stellt und sagt, ich wollte nur mal wissen, was passiert. So.
genau, festmontieren auf den Helm. Das wäre eigentlich total witzig, wenn es gehen würde. Nope, kein Attachment Point an Daemon dran. Nope, alles probiert. Man kann auch Stahlträger nicht an irgendwelchen Köbels festschrauben. Auch das haben wir jetzt hiermit kurz überprüft. Was ist das? Also unsere neue sturmfeste Antenne. Oh, war das? Ich hätte vielleicht nach oben gucken sollen, ob da irgendwie ein Stück Container oder so ist. Aber scheint alles okay zu sein. Hi, na, ich habe hier mal einen Stahlträger mitgebracht. Ich habe noch eine coole Idee für gleich. Übrigens, meistens, wenn ich sage, ich habe noch eine coole Idee, endet das in fünf Missionen, fünf Stream-Rettungsmissionen. Nur damit ich's, ich habe es vorher angesagt. Aber ich habe noch eine coole Idee. Quasi ein bisschen Feature-Enrichment für unseren Stahlträger. Ich weiß auch gar nicht, wie da was schiefgehen könnte. Ich glaube, es ist eine hervorragende Idee. Wir werden da nämlich noch ein Gelenk dazwischen bauen, dass wir unseren Stahlträger sogar hoch und runter klappen können. Hunske, viel Spaß, schönen Abend dir und natürlich sehr gerne. Also das mit den YouTube-Tutorials, um Kontext zu erschaffen. Ganz dumme Idee. Das ist keine dumme Idee, das ist total eine schlaue Idee, glaube ich. Genau, dass das eine grandiose Idee ist, tatsächlich. Wir müssen jetzt mal gucken. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Jack! 27 Monate! Vielen lieben Dank, mein lieber Jack, für dein Resub. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Und dann den Stahlträger. Den können wir jetzt aber direkt per Attachment Point machen, was eigentlich ganz cool ist. Dann können wir nämlich dafür sorgen, dass unser Stahlträger auf der optischen Ebene relativ parallel zum Boden verläuft. Ist das parallel in eurer Welt? In meiner sieht es okay aus. Daemon hat halt viel Vertrauen. Jetzt haben wir quasi eine automatische Daemon-Schlagemaschine. Kann das ganz langsam machen. Ich schlage jetzt Daemon mal ganz langsam auf den Kopf. Schwung holen. Pock. Gut gemacht, Damon. Das ist das nächste, was ihr von mir kriegen könnt, mit ich tätschel eurem Körbel kurz mal den Kopf. Viel besser kriege ich das leider nicht hin in diesem Spiel. So, Traverse Rate auf jeden Fall so niedrig wie möglich, dass wir keinesfalls irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, hier jemanden ernsthaft weh zu tun. Zack, und gelockt. So, und jetzt kann Damon, nachdem er so motiviert worden ist, die Tanks anbauen. So, und die würde ich so weit wie möglich nach vorne setzen. So. Da ist der Chat wieder schuld. Genau. Ja, mir geht's auch gut, Jack. Vielen lieben Dank. Freut mich zu hören, dass es bei dir läuft. Viel zu tun im Moment. Also viel zu tun außer Streamen. Das ist ja so der Grundtenor dahinter. Aber alles Klagen auf hohem Niveau, alles Klagen auf sehr hohem Niveau. Ist ja bald wieder Juli, dann habe ich wieder Urlaub. Zack. So. Ist das halbwegs symmetrisch geworden? Ich würde sagen, symmetrisch enough für im Weltall gebaut. So, dann haben wir hier einen schönen Ausleger, der schwerpunktmäßig bestimmt überhaupt keine Probleme verursachen wird.
Mal sehen. Not sure yet. Ob das so. Was Streamcation? Auf gar keinen Fall Streamcation. Das wird der Norwegen-Trip. Wenn ich da anfange, irgendwas zu streamen. Ah, doch, vielleicht mache ich mal in Real-Life-Streams oder sowas. Je nachdem, wie gut das Netz in Norwegen ist. Und wie viel Datentraffic ich so habe. Ja, das erzeugt tatsächlich einen schönen Hebel. Werde ich vielleicht mal einen Real-Life-Stream von irgendeinem Wasserfall oder sowas machen, aber ich werde auf gar keinen Fall eine Streamcation machen. Ich werde sowas von Urlaub machen. So. Ja, die Libelle sieht langsam eher wie so eine Honigbiene aus. Guckt euch das mal an. Augen, Flügel, ihre Antenne. Und dann hat sie vorne einen kleinen Rüssel. Einen kleinen Tankrüssel. So. Das ist auch so für nehmende falsch, was ich erzähle. Wo geht's denn hin nach Norwegen? Ziel ist es, bis nach Tromsø zu kommen. Mal gucken, ob wir soweit durchhalten. Aber wäre im Prinzip ein Roadtrip mit Tromsø als Ziel. So, jetzt machen wir mal kurz den hier, um alle Tanks gleichmäßig ein bisschen aufzupumpen. Frag mich, wie durch den Träger Sprit laufen soll. Da sind natürlich so eine Art, wie nennen wir das, Leitung verbaut in diesem Träger. Das ist ein sogenannter Leitungsträger. Das geht schon. Miki, das geht schon. Hi, Adlan. Kapillarkräfte. Die diffundiert, der Sprit diffundiert hier durch den Stahl durch in den Tank rein. Osmose. Eindeutig Osmose. So. Habe ich jetzt, ich glaube, ich habe jetzt alle Wörter falsch angewendet, die ich jemals im Biologieunterricht gelernt habe. Alle. Okay, es kippt aber noch nicht in die Richtung um. Das beruhigt mich ein Stück weit. So, und wir sind jetzt bei 2800 Einheiten Sprit, die wir hier so eintüdeln können. So, Knostian, okay, jetzt können wir gucken, was wir für verrückte Spielereien mitmachen können. Warte mal, bin ich? Ich bin noch auf diesem Vessel, richtig? Geht das noch? Das schafft dieser Motor auch einfach nicht mehr. Ich lasse das mal schön gelockt. Also. Das war sicherlich nicht die schlauste aller Ideen, die ich jemals hatte. Wohin klappt das eigentlich, wenn ich es anziehe? Das war auch nicht so gut. Hatte jetzt keinen Empfang mehr. Well, well, well. Kann ich das korrigieren mit einem Ingenieur? Please? Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass meine Funkverbindung so schlecht ist. Holy shit! Wieso das denn? Wo funk ich denn lang? Eve Mission? Nein, im Leben nicht, oder? Nein, wir machen doch nicht ein Relay über die Eve Mission, oder? Aber 15G, offensichtlich. Offensichtlich relay ich gerade über Eve mein Signal, ja. Ich bin gerade nicht im Funkbereich von Kerbin, sondern da ich gerade auf der Rückseite von Minmus bin, brauche ich beide Antennen, damit ich mein Signal nach Eve schicken kann, um es von dort aus über einen Relay. Oh Gott. Ich möchte nicht sagen, dass mein Funknetzwerk vielleicht schlecht ist, aber ich glaube, mein Funknetzwerk ist ziemlich schlecht. Was habe ich noch alles falsch gemacht? Okay. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, so, das kann nicht sein, das sind noch 15 irgendwas Antennen. Ja. Eve, Leute. Ich relay mein Signal vom Tanker auf Minmus über Eve, weil umständlicher geht's nicht. Ich möchte hier nochmal Joel sagen, richtig?
Ja, Shooter spielen ist hier gerade nicht, auf jeden Fall. Das können wir safe ausschließen. Okay, Leute, ich habe das Ding hinbekommen, ohne zu explodieren. Jetzt muss es tanken, ob es uns gefällt oder nicht. Also es muss Sprit herstellen in diesem Kontext. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Wir brauchen hier das Inventar, wir brauchen dieses Inventar, dann geht das hier rein und das kann da auch noch hin. Zack, zack. Und Board. So, denen geht's soweit gut, würde ich sagen. Ja, 104 Tage Essen sind auch noch da. Ich würde sagen, wir lassen den jetzt hier erstmal Sprit herstellen. Wir können einmal schon mal transferieren, dann liegt es nicht daran, dass die Tanks zu sehr volllaufen. Und dann gucken wir jetzt nochmal zum Abschluss des Streams, wie es. Wie es zum Abschluss des Streams aussieht mit einer Folgemission. Und Merelix, die Signallaufzeiten in Vanilla, nein, du kannst Remote Tech als Mod benutzen. Und Remote Tech hat die Möglichkeit zu sagen, dass du mit Lichtgeschwindigkeit spielst, also dass quasi Funksignale Zeit brauchen. Genau, da geht das dann. Ich benutze kein Remote Tech mehr, weil mit die Funktionalitäten Funknetzwerk, die ich früher haben wollte, die hat es mittlerweile. Also sowas wie Relays und eine Probe funktioniert nicht mehr, wenn sie kein Netz hat und so. Das kann man alles über KSP Vanilla mittlerweile machen. Wenn du aber sehr hohen Realismus möchtest, auch mit Delays, dann ist Remote Tech dein Mod. Ich weiß aber gar nicht, wie aktuell das ist. Ich hoffe, es ist aktuell, weil es eigentlich ein cooles Mod ist. Hat, glaube ich, in der Popularität sehr gelitten, seit es das Funknetzwerk gibt. So, wir gehen jetzt also zum Space Center zurück. Hier wird fleißig Sprit hergestellt. Dabei wird fleißig Ohr hergestellt. Also, ist nächste Woche auch schon Pause oder noch letztes Mal Colonization? Also, ich will mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Nächste Woche ist ja offiziell eigentlich schon März am Samstag, meine ich. Am Sonntag. Aber ich würde sagen, da spielen wir auf jeden Fall noch mal eine Runde und machen noch die Abschlussmission hier für was auch immer. Geld verdienen und oder Training. Müssen wir gleich mal gucken. Das heißt, nächsten Sonntag machen wir auf jeden Fall noch mal HKK. Außer mir kommt irgendwas wirklich ungeplant dazwischen, wovon ich jetzt im Moment nicht ausgehe. Und dann, guck mal, da sind ein paar schöne Sachen gekommen. Orbital Survey of Val muss nicht unbedingt sein. Oh, da ist einiges jetzt aufgeploppt. Surface-Auspuste on Minmus muss nicht sein. Plant Flag on the Moon. Das ist eigentlich eine super Trainingsmission. Wenn wir das noch kombinieren können mit. Ja, schade, ich hätte. Moon-Tourist wäre jetzt noch richtig gut gewesen, ne? Minmus mit 4 Touristen, Multi-Moon Flyby. Schade. Schade, schade, schade. Minmus mit 2 Touristen. Aber das ist halt schon wieder aufwendig, ne? Moon würde mir halt gefallen, weil wir da nicht so viel. Lass uns Moon machen. Wir machen Moon, das sind schon mal 100k, die wir bekommen, dafür, dass wir da hinfliegen. Und dann können wir noch gucken, dass wir eventuell. Was anderes noch dazu kriegen. Vielleicht ist ja was gespawnt noch mal bis nächstes Mal. Wir machen jetzt mal, wir haben noch so einen Testauftrag, den würde ich gerne noch. Ah, irgendwas hatten wir. Oh, guck mal, und hier, die läuft aber, glaube ich, noch, oder? Collect 20% of 50% of the surface deployed service, bla bla bla. Das, ich glaube, das läuft. Ah, shit, da wollte ich noch nicht raus. Test Attila Thruster at the Launch Site. Das würde ich schnell noch machen. Gibt eine Reputation, ein Science. Das könnte unsere Aufträge auch nochmal verschieben. Ich meine aber. Sieht man hier irgendwas dazu? Collected 20% of 50% of the Surface Deployed Mystery Group Observation Science on the Moon. Also, die Station läuft, glaube ich. Das muss noch ein bisschen
Das wird noch ein bisschen dauern. Die meisten Redeem-Kerbals hatte ich durch, Kalimi, wo ich deine Frage gerade sehe. Ich sehe einen Kalimi Kerman. Pilot. Wäre einer. Also alle ab Yasta im Prinzip. Ne, hier oben sind auch noch welche. Tanja sind auch noch. Ein paar sind noch nicht unterwegs gewesen, tatsächlich. Alle wären potenzielle Kandidaten dann für die Moon-Mission. Da würde ich dann was zusammenstellen. Mimir ist auch noch da. Auch schon da. Hier unten bist du, Mimir. Da. Da ganz unten stehst du. Mimir, Engineer. Das kannst du gerade nicht lesen, aber weil mein dicker Kopf davor ist. Aber da steht Engineer hinten dran. Sehr schön. Nee, ihr seid alle da. Ich habe eigentlich alles aufgearbeitet gehabt. Außer jemand hat jetzt ganz aktuell was gemacht. Ich habe es einfach übersehen. Wer ist denn schon gestorben? Ritschtritt einen Rettungskörbel, also es war keiner von euch. Ja, und im Prinzip ist Almesh gestorben von den Spielerkörbels. Almesh habe ich hochprofessionell umgebracht. And I'm sorry. Genau, also nächstes Mal werden ein paar von euch auf jeden Fall ihre ersten Rundflüge machen. Ich werde auf jeden Fall Körbels nehmen, die noch keine Sterne haben für die Moon-Mission. Und dann müssen wir mal gucken, wie groß wir das bauen, ob wir eine komplette Trainingsmission machen. Ich meine, das wären ein paar, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das wäre doch eigentlich mal was, oder? Mit 12 Kerbals zum Moon. Da könnten wir mal eine Menge Spaß mit haben. So, und jetzt machen wir trotzdem noch diesen Attila Thruster. Also, ich sag's jetzt einfach mal an und ihr dürft mich dann drauf callen als Abschluss vor der Pause. Werden wir die Moon-Mission fliegen und ich werde versuchen, alle 12 Newbie-Kerbals, also alle Kerbal ohne Erfahrungspunkte mitzunehmen, damit alle einmal auf dem Moon für ein Gruppenfoto an der Fahne antreten können und die Erfahrungspunkte dafür kriegen, damit die mal ein bisschen grundausgebildet sind. Das machen wir dann nächste Woche. Und jetzt bauen wir zum Abschluss noch irgendwie so ein Testvehikel für diesen Attila Thruster. Ich glaube, den muss man ja nur anmachen. Alles gut. Aber dann haben wir einen schönen Cliffhanger rüber in den Mai, wenn es dann weitergeht. Und können uns alle gemeinsam darauf freuen, was dieses hochprofessionell ausgebildete Personal. Schick doch dein gesamtes Personal zum. Dann muss ich ja dieses Bauteil benutzen. Erwähnte ich schon dieses Bauteil oft genug? Oh, shit, 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 shit. Ich muss es nochmal tun. Bevor ich den Attila baue, muss ich dieses Bauteil nochmal tun. Deploy. Für alle von euch, die es noch nicht gesehen haben sollten, es ist das fucking beste Bauteil und wir werden es sowas von irgendwann mal benutzen. Es ist immer noch wundervoll anzusehen. So. Leider kostet das eine Viertelmillion. Aber das wird auf jeden Fall ein sehr zentraler Bestandteil von Space Truck 7.0. 27 Tonnen ist halt auch echt eine Ansage. Für wie viel G ist das ausgelegt? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt rotiert. Ich weiß es nicht. Und es kann Fusion. Das ist noch viel lustiger. Naja, egal. Also es ist im Prinzip ein Teilchenbeschleuniger, den man alternativ aber auch als Wohnung benutzen kann. Ich mache das mal ganz schnell weg. Sonst passieren wieder komische Sachen. So, in der Theorie müsste nämlich das plus das. Achso, schon wieder viel zu groß. Das plus blöder Motor, den ich einmal zünde, ausreichen, um meinen Auftrag zu erfüllen. Was ist eigentlich dein Auftrag? Augmented Arc Jet. It uses magnetic induction to enhance the thrust produced from a typical arc jet. For an electrical rocket that is low exhaust velocity, but it provides superior thrust performance as a result. Propellant is LH2.
Ich probiere das einfach mal. Das schon reicht für ihn. So. Bisschen Glück. Ist das dann okay? So. Teuer ist es auch nicht. Aus welcher Mod ist das? Ich würde vermuten, dass es entweder aus Interstellar oder wie heißen die? Future Propulsion. Oh, ich habe schon mal Testcraft gehabt. Faszinierend. Ich bin nicht so kreativ mit Namen, stelle ich immer wieder fest. Nicht so besonders kreativ. Mal gucken. Aber eigentlich reicht Zünden, ohne dass er funktionieren muss. Normalerweise reicht das für solche Aufträge. Come on. Na, na. So. Fertig. Oh, hat nicht funktioniert. Schade. Yay. Flüssiges Helium ist eigentlich auch ganz geil. Den sollte ich mir wirklich mal angucken, diesen Attila. Vor allen Dingen auch, wo der herkommt. 8 Kilonewton Thrust, das ist relativ viel. Naja. Aber andermal. Jetzt recovern wir das erstmal. Da wir ohne große Aufwände ein bisschen Science, ein bisschen Reputation und ein bisschen Geld gemacht haben. Erfolg, Erfolg. Genau, Rechtsklick-Test geht auch. Im Normalfall. Aber Stagen geht bei den Antrieben eigentlich auch immer.